dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit auf Hitzesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pikniza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mir heute zugeschaltet aus Italien, aus Bella Italia, ist der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo, genau. Buonasera. Oh, ja, ganz schön. Ja. Und wir sind heute nicht alleine. Ja, wir haben uns einen Gast eingeladen und zwar einen ganz besonderen Gast. Da kommen wir gleich noch detailliert drauf zu sprechen. Ich möchte ihn erstmal begrüßen. Herzlich willkommen hier bei STR, lieber Philipp. Ja, hallo zusammen. So, und ihr werdet euch jetzt fragen, wer ist denn der Philipp? Der Philipp, der könnte dem einen oder anderen schon mal über den Weg gelaufen sein. Und zwar war der Philipp beim VfB Stuttgart, glaube ich, für ein Jahr als Ernährungsberater beschäftigt. Ist das richtig? Das ist richtig. Also ich sag mal, zumindest ein Jahr aktiv. Genau, ich glaube, das ging irgendwie im August 2015 los, als dich Robin Dutt verpflichtet hat. Genau. Wie kam da der Kontakt zustande? Der Kontakt war eigentlich über den Olympiastützpunkt in Stuttgart. Das heißt, damals war der Christos Papadopoulos noch beim VfB Stuttgart und hatte mich irgendwann mal angerufen über den Olympiastützpunkt und wollte sich mal mit mir treffen. Und dann ging eigentlich alles sehr, sehr schnell. Also so der Erstkontakt war, so viel ich weiß, an einem Donnerstag, an einem Montag habe ich dann das erste Mal den Robin Dutt und den Alexander Zorniger damals kennengelernt. Und Mittwoch saß ich dann im Mannschaftsbus Richtung Trainingslager für eine kleine Testwoche. Und so hat sich das dann relativ schnell ergeben. Und dann im Laufe der Vorbereitung hat man sich dann eben so ein bisschen geeinigt, wie das Ganze denn aussehen könnte. Was haben denn die beiden, also der Trainer und Robin Dutt, dir damals gesagt, warum man dich jetzt unbedingt braucht im Trainingslager? Gab es da Defizite bei dem einen oder anderen Spieler in Sachen Ernährung? Also ich glaube, es gab so insgesamt ein paar Verbesserungsvorschläge oder Wünsche, die man da eingehen wollte und einfach so in Richtung Professionalisierung noch ein bisschen weiter nach vorne schreiten wollte im Vergleich zu dem, wo man letztendlich gestanden hat. Es war ja auch so ein bisschen eine Zeit des Umbruchs. Damals ist man ja kurz vor knapp gegen Paderborn noch von der Schippe gesprungen, vom Abstieg. Und letztendlich wollte man dann eben hier so ein bisschen neu anfangen und eben alles komplett professionalisieren, inklusive eben auch Ernährung. Und der Robin ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen bekannt dafür, dass er da sehr viel Wert drauf legt. Und von daher hat sich das so ergeben. Und genau, dann waren wir da im Trainingslager. Dort war es dann einfach auch so ein bisschen kennenlernen, auch mal so ein bisschen vorfühlen, was könnte man machen, was kann man machen, wie kommt man miteinander klar, wie sind die Spieler denn drauf und was halten die Spieler auch davon. Und so sind wir dann zusammengekommen und haben dann im Laufe der Vorbereitung, wie gesagt, relativ schnell dann einen Vertrag gemacht und haben dann eine Saison letztendlich ist mal aktiv zusammengearbeitet und ich sag mal eine inaktiv. Okay, wie war denn dein Eindruck von den Spielern, als du sie dann zum ersten Mal getroffen hast? Wurde da Wert auf gute Ernährung gelegt und wie waren die Spieler dir gegenüber eingestellt? Sprich, waren die dem Thema offen gegenüber eingestellt oder eher zurückhaltend? Sprich, ich möchte mich da nicht reinreden lassen oder ich möchte mir da nicht reinreden lassen. Ich weiß selber, was gut für meinen Körper ist. Das hört man ja auch ab und zu vom ein oder anderen Profi. Ja, also teils, teils. Grundsätzlich muss ich sagen, insgesamt wurde ich sehr offen empfangen, also von allen, sowohl von Spielern als auch vom Staff drumherum, von der Führungsebene und so weiter. Damals war ja auch der Bernd Wahle noch Präsident.
Robin Dutt damals als Sportvorstand und so weiter. Also da wurde ich eigentlich sehr gut empfangen, alle sehr offen. Und ich habe aber auch von vornherein irgendwie versucht klarzustellen, dass ich jetzt hier nicht der große oder derjenige bin, der große Verbote ausspricht, sondern ich wollte halt einfach da sein, um den einzelnen Spielern zu helfen, wenn sie irgendwie in diesem Bereich besser werden wollen. Und von daher ja, war das eigentlich ganz in Ordnung, hat soweit gepasst, habe dann auch bin relativ schnell warm geworden mit den meisten Spielern dort. Und von daher war das eigentlich eine sehr coole Geschichte und eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich muss natürlich auch sagen, muss ich so auch gestehen, war ein Stück weit auch immer das Ziel, dorthin zu gelangen. Und von daher war das natürlich auch für mich irgendwo eine große Chance und auch eine große Ehre und eine schöne Zeit beim VfB Stuttgart mit an Bord zu sein. Du hast gerade eben schon gesagt, das lief dann nur ein Jahr. Es war ja dann auch so, dass Jos Luukay, glaube ich, nicht ja allzu begeistert war, was das Thema Ernährungsberater im im Team an sich angeht. Ich glaube, der hat dann irgendwie so Sprüche gesagt, er steht nicht drauf, wenn wenn den Spielern vorgeschrieben wird, was sie essen sollen. Wie bist du damit umgegangen? Weil ich stelle mir halt vor, wenn ich als Ernährungsberater irgendwo hinkomme, ist das eher was Langfristiges. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Also, weil ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man innerhalb von wenigen Monaten oder von einem Jahr da wirklich massive Fortschritte sehen kann, sondern dann vielleicht eher erstmal kleine Erfolge. Und ansonsten ist ja Ernährungsumstellung dann eher was Langfristiges. Ja, absolut. Also grundsätzlich muss ich natürlich sagen, mein Ziel war es erstmal, die Umgebung zu optimieren, sage ich mal. Also die Punkte zu optimieren, auf die ich direkten Einfluss habe. Also zum Beispiel ja, Spieltagsbuffets, was gibt's in der Kabine, was steht da so rum, was können wir in der Halbzeit machen, was können wir vor dem Spiel machen, nach dem Spiel. zu meiner Zeit standen da auf jeden Fall, stand viel Obst rum. Wir hatten geschaut, dass wir vom Wasser her das Richtige haben. Wir haben das Ganze mit ein bisschen Protein angereichert, also so, dass die Spieler sozusagen nach jedem Training dann letztendlich auch regenerativen Shake bekommen haben, also bestehend aus Proteinen, aus verschiedenen Nährstoffen, also Vitaminen und so weiter. Also Smoothies waren damals relativ stark im Trend, die wir da gemacht haben, so Protein-Smoothies in der Hinsicht. Wir haben geguckt, dass wir dann entsprechend Müsli und so weiter da haben, je nachdem, was eben auch anstand an Trainingsintensität und ja, die Verfügbarkeit gesunder Lebensmittel einfach zu erhöhen und die Verfügbarkeit nicht optimaler Lebensmittel, sage ich jetzt einfach mal, zu reduzieren, um dadurch eben einfach so einen gewissen Reiz zu schaffen und zu sensibilisieren. Das war mein großes Ziel. Ich bin jetzt also gar nicht im ersten Jahr jetzt so großartig drauf abgegangen, da irgendwelche individuellen Pläne zu erstellen oder individuelle Empfehlungen, es sei denn, Spieler sind wirklich aktiv auf mich zugekommen. Das gab es natürlich auch, die da wirklich auch Interesse dran hatten. Aber ansonsten war natürlich auch, muss man ja sagen, die Zeit nicht die optimalste, um das alles umzustellen, weil wir sind ja eigentlich von Spieltag 1 an mehr oder minder im Abstiegskampf gesteckt. Und dann ist es natürlich schwierig, da jetzt auch noch mit irgendwas Neuem zu kommen. Von daher habe ich einfach versucht, so passiv wie möglich das Ganze anzugehen. Und kleine Sachen zu verändern. Bei ein paar Sachen würde ich jetzt im Nachhinein sagen, das ist vielleicht nicht so optimal gelaufen, das würde ich heute irgendwie anders machen. Aber im Großen und Ganzen war das eben erstmal das Ziel. Genau. Ich kann da mal kurz das Zitat vorlesen, das ich von Jos Luukay gefunden habe. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das finde ich sehr interessant. Ich halte nichts davon, den Spielern dies und das beim Essen zu verbieten. Ich kenne doch die Folgen. Dann wird um 22 Uhr der Roomservice gerufen und ein Pizzataxi. Andere gehen in einen Supermarkt, weil sie Kohldampf haben oder Heißhunger auf Süßigkeiten. Daher ist es mir lieber, dass es auch am Buffet einen Wohlfühlfaktor gibt. Spieler dürfen auch mal ein Eis oder ein Stück Kuchen essen. Philipp, verbietest du das den Spielern oder hast du den Spielern verboten, Eis und Kuchen zu essen? Nee, überhaupt nicht. Also ich muss natürlich sagen, die Sache mit Jos Luukay, keine Ahnung, ohne da jetzt irgendwie nachtreten zu wollen, ist meiner Meinung nach sehr suboptimal gelaufen. Ich habe nicht ein Wort mit ihm gewechselt, er hat sich nicht einmal mit mir in Verbindung gesetzt, aber hat dann in irgendwelchen öffentlichen Pressekonferenzen ein Urteil gefällt. Das finde ich persönlich sehr schwach, aber das ist jedem das Seine. Ich meine, er hat es ja jetzt auch auf St. Pauli wieder gezeigt. Ich habe das nicht verboten, sondern mein Deal war im Endeffekt immer so ein bisschen ab dem Abschlusstraining
bis nach dem Spieltag möchte ich einfach, dass wir dort möglichst professionell am Start sind. Das heißt, wenn es wirklich darum geht, Leistung zu bringen, bin ich der Meinung, muss ein Profi einfach auch in der Lage sein, hin und wieder mal auf irgendwelche Dinge vielleicht zu verzichten. Wir haben trotzdem versucht, das Essen so gut wie möglich zu gestalten. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendjemand schlecht ging bei diesem Buffet oder bei dem Angebot, das wir da letztendlich dann auch zusammengestellt haben. Also es waren wirklich sehr, sehr hochwertige und sehr gute Lebensmittel und Speisen dabei. Und das haben ja auch die Spieler immer wieder bestätigt. Und letztendlich ist es ja dann auch so, dass ich jetzt nicht 24 Stunden mit den Spielern am Start bin. Das heißt, das, was die zu Hause machen, kann ich natürlich nicht kontrollieren, will ich nicht kontrollieren. Ich habe auch niemand irgendwie auf den Teller geschaut, sondern wie gesagt, ich habe mich immer so gesehen, dass ich für die Leute da bin, die sich verbessern wollen und denen einfach die Möglichkeit geben möchte, an den Spieltagen, an den gemeinsamen Mahlzeiten oder zu den gemeinsamen Mahlzeiten die richtige Wahl zu treffen. Und wer das nicht möchte, da kann ich dann eben auch nichts machen, weil letztendlich ich bin nicht deren Vater, das sind alles erwachsene Männer und die müssen natürlich auch selber entscheiden, was sie tun und was sie lassen. Und ja, von daher glaube ich, wurde das vielleicht ein bisschen arg hochgehangen und heiß gekocht. So schlimm war es dann wirklich doch nicht. Also ich glaube, dass wenn wir jetzt heute zusammen zu einem typischen Spieltagsbuffet gehen würden, ich glaube, dass da jeder eher sich erfreuen würde, anstatt zu sagen, das ist ganz, ganz schlimm. Ja. Also im Vergleich zu damals. Aber glaubst du denn, also meinst du, dass sich zwischen 2015 und 2019 da jetzt was verbessert hat in Richtung professionelle Ernährung? Das weiß ich nicht. Also ich habe zwar noch so halblebige Kontakte zum einen oder anderen, aber wir haben uns eigentlich nie über diese Themen so unterhalten, sondern es waren eigentlich immer mehr Privatgeplänkel. Aber ich glaube nicht, dass sie aktuell einen Ernährungsberater dabei haben, sondern ich glaube, dass wenn, werden das die Ärzte, also das Ärzteteam übernehmen. Aber wissen tue ich es nicht, nein. Ich finde es halt Wahnsinn, aber bei allen Diäten oder auch irgendwie irgendwelchen Kursen, wo man sagt, hey, werd fit, da sagt man immer, hey, die Grundlage, die wird in der Küche gemacht, ne? Und das sind halt Sportler, die verdienen Millionen damit, dass sie halt kicken. Und die Ernährung ist halt so wahnsinnig wichtig. Und trotzdem scheint es ja auch jetzt im Jahr 2019 echt noch so ein bisschen so ein Stiefkind zu sein, was ich irgendwie total absurd finde. So, dass halt auch Leute wie Jos Luhukay auch jetzt halt noch sagen, irgendwie, nee, das ist nicht wichtig, ne? Und es ist natürlich total wichtig. Ich persönlich bin Läufer und Läufer laufen halt auch gerne lang und ich sehe halt da, wie die Profis das machen und da wird ja kalorienweise nachgerechnet, also wie viel verbrauche ich, was muss ich zu mir nehmen, damit das passt und was vertrage ich und das ist halt wirklich ja, ganz elementar und ich kann mir nicht vorstellen, dass es halt im Fußball großartig anders ist und deswegen finde ich es halt total faszinierend, dass es immer noch so ein Steckenpferd, so ein Stiefkind ist. Ja, ist es definitiv. Man muss hier aber auch wirklich ganz klar unterscheiden zwischen Einzelsport und Mannschaftssport. Also Einzelsportler sind da sehr viel akribischer. Dann hast du natürlich als Läufer auch wirklich eine komplett messbare Leistung, die du so beim Fußball nicht hast. Also wir wissen alle, in der Mannschaft kannst du dich auch mal verstecken, wenn es schlimm läuft. Und Einzelsportler sind da auch wirklich eher Sportler. Mannschaftssportler sind meistens eher Spieler. Also und das hast du halt auch wirklich in der Mannschaft. Du hast Sportler und du hast Spieler. Du hast einmal Sportler, die wollen besser werden, die wollen schneller werden, die wollen besser regenerieren, die wollen eine bessere Leistung bringen, die wollen sich selber verbessern und wirklich an ihrer Performance arbeiten. Und du hast halt Spieler, die haben irgendwann mal angefangen mit, keine Ahnung, 6 Jahren in der Mannschaft zu spielen, haben dann gemerkt, okay, ich habe ein Talent, haben irgendwelche tollen U-Mannschaften durchlaufen und finden sich jetzt in der Kabine wieder und wollen aber eigentlich immer noch nur zum Bolzen kommen und ein bisschen spielen. Und das sind halt wirklich so Charakteristika, die man in der Mannschaft tatsächlich auch findet. Das ist nicht nur im Fußball so. Also ich habe hier auch schon Handball-Bundesliga gearbeitet, Basketball-Bundesliga, Fußball-Bundesliga. Also es ist tatsächlich eine Sache, die sich hauptsächlich in den Mannschaften irgendwie durchzieht. Und Einzelsportler sind da komplett anders. Also wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke, am Olympiastützpunkt, wo ich dann wirklich auch viel mit Einzelsportlern gearbeitet habe, oder ich bin auch zum Beispiel sehr viel beim Bund Deutscher Radfahrer unterwegs, habe dort in der Nationaltrainerausbildung einige Seminare gehalten und so weiter. Das ist ein ganz anderes Thema. Also da arbeiten wir auf einmal auf
molekulare Ebene und berechnen, wie viel Kalorien eine Zelle verbrennt sozusagen. Und im Fußball ist das so, ja, ich möchte nicht, dass die mal einen Tag lang keinen Schokoriegel essen können. Also das ist irgendwie schon ein ganz krasser Gegensatz. Und das ist auch eine Sache, die musste ich damals ganz, ganz übel lernen. Also weil ich bin zu dieser Zeit wirklich hauptsächlich aus dem Einzelsport gekommen und war das auch ganz anders gewohnt. Auch dass das Thema ganz anders behandelt wird. Und das war sicherlich ein ganz großes und starkes Learning auch für mich und auch für später und die weiteren Werdegänge im Bereich Mannschaftssport. Ja, also ich finde das schon sehr überraschend, dass es da offensichtlich deutliche Defizite gibt. Sebastian, du hast ja schon richtig gesagt, zum einen verdienen die Spieler viel Geld, aber zum anderen bezahlt der Verein ja auch richtig viel Geld dafür. Und da möchte man ja eigentlich annehmen, dass dann versucht wird, die Spieler bestmöglich zu ernähren und halt dann auch fit zu bekommen. Was man auch ab und zu mal so liest oder hört beim ein oder anderen Interview ist, dass man sich vor dem Spieltag nochmal zu einem Mittagessen trifft und dann zum Beispiel die obligatorischen Nudeln auf den Tisch kommen. Jetzt habe ich schon mehrfach gelesen, dass das ja eigentlich total den gegenteiligen Effekt hat von dem, was man früher einfach Nudeln unterstellt hat. Nämlich ist es wohl so, dass, vielleicht kannst du dazu was sagen, dass wenn man Nudeln kurz vor so einem Fußballspiel isst, das eigentlich ja den Körper müde macht, weil er relativ viele Ressourcen braucht, um die Kohlenhydrate zu verarbeiten. Also zwei Fragen, stimmt das mit den Nudeln? Und die andere Frage ist, werden wirklich immer noch Nudeln, sprich viele Kohlenhydrate direkt vor einem Bundesligaspiel den Spielern gegeben oder hat sich da auch schon was geändert? Also es stimmt beides ein bisschen. Grundsätzlich ist es so, für wirklich hochintensive Leistungen brauchst du einfach die Kohlenhydrate. Also da kommst du mit einer Fettverbrennung nicht mehr klar. Und von daher ist es auch wichtig, dass du in so ein Spiel reingehst mit gefüllten Glykogenspeichern, also mit gefüllten Kohlenhydratspeichern. Ich handhabe es immer ganz gerne so, dass ich nicht den Tag des Spiels als den, in Anführungsstrichen, Ladetag jetzt irgendwie einbaue, sondern wir hatten es immer so gehalten, dass wir gesagt haben, okay, Freitagnachmittag, also bei dem Samstag-Bundesligaspiel, Freitagnachmittag ist Abschlusstraining. Und dann ab dem Abschlusstraining fangen wir halt an, wirklich Kohlenhydrate zu essen bis zum Abend hin, sodass die Speicher voll sind. Die Glykogenspeicherung dauert ohnehin, ja, in etwa, je nachdem, was für eine Kohlenhydratquelle man isst und auch in welcher Kombination, dauert ungefähr 16 Stunden. Das bedeutet also, die Kohlenhydrate, die ich jetzt ohnehin am Spieltag 3 Stunden vorher esse, die kommen gar nicht in dem Ausmaß an, wie wir es gerne hätten, sondern die liegen erstmal nur stark im Magen drin. Von daher haben wir immer gesagt, okay, den Tag davor, da gucken wir, dass wir die Speicher vollkriegen, und den Spieltag selber ist es mir persönlich immer am liebsten, eher weniger zu essen, jetzt insgesamt weniger zu essen, um eben den Magen-Darm-Trakt möglichst leer zu halten, weil jeder weiß ja, wenn du einen richtig vollen Magen in so ein Bundesligaspiel gehst oder überhaupt Leistung erbringen möchtest, das wird nicht funktionieren. Du wirst müde sein, du wirst nicht an deine optimale Leistung herankommen, und von daher haben wir eher den Tag selber, den Spieltag selber versucht, ja, leicht zu essen. Auch bei der Zusammenstellung des Buffets oder der Nahrung, der Mahlzeiten, habe ich immer so ein bisschen darauf geachtet, dass wir eben die Magenverweildauer immer ein bisschen im Hinterkopf haben. Dann geht es um FODMAPs, also die jetzt zum Beispiel Blähung auslösen können und so weiter, dass wir das alles ein Stück weit reduzieren, sodass wirklich der Magen-Darm-Trakt möglichst wenig belastet ist am Spieltag selber. Und dann geht es eben ins Bundesligaspiel, um dann eben optimal zu performen mit vollen Kohlenhydratspeichern, aber ohne diese Müdigkeit und ohne eben so überfüllt zu sein. Also ist beides richtig und beides falsch. Ich würde aber auf gar keinen Fall empfehlen, jetzt vor einem Spiel in den letzten 3-4 Stunden sich den Magen nochmal richtig voll zu hauen. Aber das ist dann auch wirklich so eine Sache, das merkt dann auch jeder Spieler. Also das muss man natürlich schon auch jedem Sport lassen. Jeder hat natürlich hier so ein gutes Körpergefühl und weiß genau, wann geht's mir gut, wann ist es zu viel und wann wird's echt ein Problem beim Spiel selber und bei der Performance selber. Da habe ich eine persönliche Geschichte, die vielleicht jetzt nicht jeden interessiert, aber ich wollte es schon immer mal erzählen. Und zwar, als ich aktiver Fußballer war, war es so, dass ich meistens eher von der Bank kam. Also das hatte aber wenig taktische Gründe, sondern eher qualitative. Und es war dann so, dass ich es geschafft habe und ich habe mich in die Mannschaft gespielt. Ja, also uns wurde ein Tag
vor einem doch wichtigen Pokalspiel mitgeteilt, wer dann beginnen darf. Und ich gehörte zur Startelf, war sehr, sehr stolz und dachte mir dann, Mensch, da stärkst du dich am nächsten Tag nochmal direkt davor und kommst mit einer roten Wurst angelaufen. Was dazu führte, dass der Trainer mich unmittelbar dann aus dem Kader wieder gestrichen hat. Also das war meine Erfahrung mit Kohlenhydrate direkt vom Spiel. Cool, ja. Aber ich habe draus gelernt. Ich habe noch eine andere Frage, und zwar, ich habe noch eine zweite große Leidenschaft. Und zwar, neben dem Fußball verfolge ich Kampfsport, im Speziellen Brazilian Jiu-Jitsu. Und da ist es so, dass sich aktuell die sogenannte ketogene Diät relativ stark verbreitet. Kurz zusammengefasst, du kannst es mit Sicherheit noch ein bisschen besser als ich, ist das eine Diät, die stark auf Fett setzt. Also man nimmt viel fettreiche Lebensmittel zu sich. Die Jungs erzählen eigentlich alle durch die Bank weg, dass sie damit große Erfolge erzielt haben, sich richtig gut fühlen, der Körper, stärker ist, ausdauernder ist und also die schwören darauf. Gibt es dazu von dir schon Erfahrungen und wäre das auch eine Option für Fußballer? Weil ich habe, wie gesagt, bislang relativ wenig Negatives darüber gehört. Ja, also ketogene Ernährung ist, muss ich fast sogar sagen, so ein bisschen mein Steckenpferd in der Hinsicht. Das ist interessant, aber man muss es natürlich schon irgendwo im Kontext sehen. Also eine ketogene Ernährung bedeutet, dass ich die Kohlenhydrate praktisch nahezu komplett aus meiner Ernährung streiche und dafür einen sehr, sehr hohen Fettanteil habe. Also ich ersetze die Kohlenhydratenergie durch Fettenergie und halte meinen Proteinanteil, also den Eiweißanteil, in einem moderaten Bereich, sodass ich eben mich gut erholen kann, kein Defizit habe und dann eben auch zum Beispiel Muskulatur aufbauen kann bzw. erhalten kann. Und durch diese Kohlenhydratreduktion und den hohen Fettanteil werden sogenannte Ketonkörper in der Leber gebildet. Und die Ketonkörper sind in gewisser Weise Ersatzkohlenhydrate für unser Gehirn, weil unser Gehirn benötigt entweder Kohlenhydrate oder Ketogenkörper. Das Problem bei diesen Ketogenkörpern oder bei der ketogenen Ernährung an sich ist, dass du im hochintensiven Bereich wahrscheinlich nicht an deine optimale Leistungsgrenze kommst. Das kommt aber auch ein Stück weit darauf an, wie gut dein Körper darin ist, selber Kohlenhydrate zu bilden. Denn Kohlenhydrate ist jetzt kein essentieller Nährstoff. Unser Körper kann selber in der Leber Kohlenhydrate bilden, um dadurch eben auch den Blutzuckerspiegel konstant zu halten und kann dadurch auch die Glykogenspeicher der Muskulatur ein kleines bisschen füllen. Je nachdem, wie effizient dieser Prozess dann abläuft, kommst du mit einer ketogenen Ernährung besser oder schlechter zurecht. Als Brazilian Jiu-Jitsu hast du in der Regel, könnte das hinhauen, wenn jetzt die Intensität eher längerfristig ausgelegt ist und nicht so im ganz hochintensiven Bereich ist. Beim Fußball würde ich sagen, ist es gar keine gute Idee, weil du hast eben einfach regelmäßig über so ein Spiel richtig viele Sprints, wo du einfach in einen intensiven Bereich rein musst und da können eben nur die Kohlenhydrate letztendlich dienen. Die Ketonkörper, ich drücke es vielleicht mal anders aus, wir haben ein aerobes System und ein anaerobes System. Also das aerobe System ist dann, wenn ich genug Sauerstoff zur Verfügung habe, dann kann ich auch Fett verbrennen. Das anaerobe System ist immer dann, wenn Laktat gebildet wird und das Laktat entsteht aus den Kohlenhydraten, aus dem Kohlenhydratabbau. Und Laktat kennen wir alle, also wenn es richtig anfängt zu brennen, dann tut es schön weh. Und wenn ich diese Kohlenhydratquelle eben nicht habe oder diese Kohlenhydrate dann nicht habe, dann komme ich nicht in diesen hochintensiven Bereich rein, wo es dann eben auch zu dieser Laktatausschüttung kommt oder eben nur gemindert. Von daher würde ich das nicht empfehlen. Eine ketogene Ernährung hat den Vorteil, wenn sie, zyklisch ausgeführt wird, dass die Mitochondrien gestärkt werden können und auch die Fettverbrennung optimiert wird. Das heißt, der Körper lernt, mehr Energie aus Fetten zu beziehen, anstatt aus Kohlenhydraten. Und dadurch habe ich einfach einen besseren Zugang zu mehr Energie in meinem Körper. Wir haben das zum Beispiel damals in Stuttgart ähnlich gemacht, nur dass wir eben nicht komplett ketogen gelebt haben, sondern es gab immer Phasen, in denen die Kohlenhydrate möglichst gering gehalten wurden, um eben genau diesen Effekt herbeizuführen, ohne jetzt in so eine große Ketose reingehen zu müssen oder in so eine tiefe Ketose gehen zu müssen. Und das nennt sich dann so ein bisschen Train-Low-Prinzip. Und die Idee dahinter war natürlich, den Fettstoffwechsel dann zu trainieren, um dann rechtzeitig vor dem Spiel die Kohlenhydrate zuzuführen, sodass wir einfach stärkere Mitochondrien haben, die mehr Energie produzieren können, wir mehr Fett, verbrennen können. Und die Kohlenhydrate für die wirklich intensiven Sprints und
Belastung aufsparen können und auch eben nach hinten raus beim Spiel, weil das ist natürlich auch so eine relativ interessante Geschichte. Wann fallen die meisten Tore? Das ist so in der Regel 70. Minute und plus, und dort haben wir auch das größte Potenzial technischer Fehler. Und ja, letztendlich haben wir da eben geschaut, dass wir da mit den Kohlenhydraten oben sind, weil es auch hier Korrelation gibt, ich sag mal, technisches Versagen und Kohlenhydratzufuhr. Von daher ist es auch ein Grund, warum ich jetzt nicht unbedingt ketogen in ein Fußballspiel gehen würde. Aber für zum Beispiel einen Ausdauersportler ist das durchaus eine interessante Sache. Wenngleich man als letzten Punkt noch sagen muss, es gibt jetzt keine Studien, die in irgendeiner Weise zeigen, dass eine ketogene Ernährung grundsätzlich oder per se Vorteile hat gegenüber einer kohlenhydratreicheren Ernährung, was die Leistung angeht. Es gibt aber auch nicht zwangsweise Nachteile. Also von daher muss man das auch selber ein bisschen versuchen. Aber je mehr hochintensive Belastung man letztendlich in seinem Sport hat, desto uninteressanter wird eine ketogene Ernährung. Also ich persönlich habe das auch schon probiert und muss sagen, man nimmt damit richtig gut ab und gleichzeitig baut man auch eine Menge Muskelmasse auf. Also für mich hat es sehr, sehr gut funktioniert in der Zeit, als ich eben Fett in Muskelmasse wandeln wollte. Wer da Interesse daran hat, kann ich jetzt schon mal durchgeben. Könnte ich auch bestimmt gerne mal an den Philipp wenden auf Instagram. Phil.Rauscher. Phil, wie man es halt schreibt, P-H-I-L, und Rauscher ist, denke ich mal, selbsterklärend. Und es gibt auch eine Webseite, Philipp Rauscher mit PP, der Philipp.de. Da könnt ihr auch mal euch ein bisschen umschauen. Und es gibt auch noch logisch-ernähren.com. Auch da gibt's Informationen über Philipp. Ich möchte nochmal auf was eingehen, da hast du gerade darüber gesprochen, und zwar ab der 70. Minute passieren mehr Fehler, es fallen die Tore. Gibt es da eine Möglichkeit für dich oder ja, für die Ärzte, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Energy-Drinks oder Gels oder was es da alles so auf dem Supplements-Markt gibt, dagegen zu wirken, um dann eben das Gehirn nochmal auf Hochtouren zu bringen sozusagen? Ja, grundsätzlich gibt es das. Also zum einen ist es natürlich wichtig, dass wir eben schon im Vorfeld, also für mich ist Ernährung immer auch ein Stück Training. Das gehört einfach so ein Stück weit zum Training dazu. Das heißt auch, die Ernährung sollte irgendwie ein bisschen periodisiert werden, meiner Meinung nach, und optimiert werden auf unterschiedliche Trainingsreize. Denn es ist eigentlich immer so, dass die Ernährung den jeweiligen Trainingsreiz noch einmal verstärken kann. Und wenn ich natürlich dann mit meiner Ernährung in meiner Trainingswoche gut umgehe und es dort schafft, dass mein Körper sehr gut wechseln kann zwischen der Fettverbrennung und eine Kohlenhydratverbrennung und sich dadurch die Kohlenhydrate dann für die hochintensiven Belastungen aufspart sozusagen, dann habe ich natürlich per se schon mal einen Vorteil in den späteren Regionen des Spiels. Zum anderen ist es natürlich so, dass wenn ich jetzt beginnend mit der Halbzeit und dann möglich oder wenn möglich dann auch während des Spiels noch irgendwie mit Gels oder auch mit isotonischen Getränken arbeiten kann, oder im Endeffekt reicht auch nur das Mund ausspülen mit einer Zuckerlösung, also das heißt wirklich nur rein einmal durchspülen und dann wieder ausspucken, dann kann man kann man hier definitiv nochmal ein bisschen was rausholen. Das heißt, was die Konzentration angeht, aber auch was solche technischen Fehler und so weiter angeht. Also es gab eine sehr interessante Studie mit Premier League-Spielern, die das mal getestet haben mit einer Mannschaft. Ich müsste jetzt aber lügen, ich weiß nicht mehr im Kopf, mit welcher Mannschaft das war. Die haben das dann wirklich mal getestet und haben geguckt, wie ist denn die technische Fehlerquote und die Entscheidungsfindung zwischen einer Mannschaft, die ausreichend mit Kohlenhydraten versorgt wird während der Belastung, und dann eben eine Mannschaft, die schon mit leeren Kohlenhydratspeichern in ein Spiel reingeht. Und die technische Fehlerquote und auch die Verletzungsquote, also was das Koordinative dann angeht, also Verletzungen ohne Fremdeinwirkung, ist eben deutlich gesunken in der Mannschaft, die ausreichend gut mit Kohlenhydraten versorgt war, im Gegensatz zu dieser Kohlenhydrat-Light-Gruppe, sag ich mal. Also von daher ist definitiv was machbar, und da ist auch noch viel Potenzial da, was man in irgendeiner Weise ausschöpfen könnte. Ist das eigentlich unter Bundesliga-Mannschaften gang und gäbe, dass man da inzwischen Ernährungsberater eingestellt hat, oder würdest du sagen, das ist eher was Exotisches? Ich würde mal sagen, es ist so halb exotisch. Von den einzigen, von denen ich es jetzt so weiß, dass die da wirklich hinterher sind, das sind so die in Anführungsstrichen verhassten Clubs in Deutschland. Also das ist dann Leipzig, macht das natürlich hervorragend. Ich hatte einmal das Glück, dort sein zu können. Das ist wirklich unglaublich, was die dort leisten. Also die haben schon verstanden, um was es geht, und die sind nicht umsonst auch so erfolgreich, und ganz unabhängig davon, ob man die jetzt dann mag oder nicht, die haben dann auch, selbst wenn man auf der Geldschiene rumreitet, einfach mit den Sponsorengeldern, die sie dann eben vom Dosenhersteller bekommen haben, sehr gut gewirtschaftet und das richtig gut umgesetzt. Und soviel ich weiß, ist in Hoffenheim, wird es auch relativ groß
geschrieben. Also von daher ist es ganz gut. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass speziell viele Traditionsclubs da nicht ganz so viel Wert drauf legen. Und ja, ich weiß es auch so aus erster Hand von ja, Freunden, Kollegen und Co. Aber ja, das muss dann letztendlich jede Mannschaft selbst für sich entscheiden, wie wichtig ihr dieses Thema ist. Ich finde es halt nur ein bisschen schade, weil man muss natürlich immer auch gucken, Ernährung hat ja nicht nur was mit Leistung zu tun. Also es geht ja nicht nur darum, die Leistung zu verbessern, weil man muss natürlich auch immer irgendwo das Ganze ein bisschen auf dem Teppich behalten und sagen, es ist halt doch nur Ernährung, es ist nicht Doping. Und man kann jetzt nicht nur, weil ich jetzt 2 Äpfel mehr esse am Tag, erwarten, dass ich dann einfach 5 Sprints besser bin oder in 5 Sprints schneller bin oder was weiß ich was. Aber es geht natürlich zum Beispiel auch ganz stark um Entzündungsreaktionen im Körper. Und Entzündungen sind so häufig ein Problem bei Leistungssportlern und können einfach dazu führen, dass die Karriere verkürzt wird. Und gerade in einem Sport, wo richtig viel Geld verdient wird, wie beim Fußball, da können 1-2 Saisons halt einfach auch bedeuten, dass du mit, sagen wir mal, 2 bis 10 Millionen Euro mehr oder weniger aus deiner Karriere rausgehst. Und von daher finde ich es umso fahrlässiger, nicht wirklich was dafür zu tun, dass man im Prinzip auch hier so eine Prophylaxe letztendlich ja, angeht. Entzündung ist ein sehr, sehr gutes Thema, denn so sind wir ja auch so ein bisschen ja, ins Gespräch gekommen auf Instagram. Und mir ist das damals durch den Kopf gegangen, als Daniel Didavi lange mit der Schleimbeutelentzündung zu tun hatte. Ich glaube, an der Achillessehne war das. Und mein Rückschluss, der vielleicht nicht stimmt, aber vielleicht kannst du trotzdem ein bisschen was dazu sagen, war damals, okay, Daniel Didavi ernährt sich, soweit ich weiß, relativ vegan. Also ich glaube, er ist Veganer. Und ich habe mir dann überlegt, okay, ein Veganer wird wahrscheinlich deutlich mehr Kohlenhydrate zu sich nehmen als jetzt ja, jemand, der ganz normal Fleisch isst. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und diese Kohlenhydrate fördern wiederum die Entzündung. Und deswegen dauert es vielleicht bei Daniel Didavi ungewöhnlich lang. Ist der Rückschluss zulässig oder liege ich da komplett falsch? Der Rückschluss kann zulässig sein, aber das ist natürlich sehr abhängig vom Einzelfall. Also beim Daniel, ich weiß es nicht, ich habe wirklich keine Ahnung, ich hatte da nie Kontakt hin, ist es ja letztendlich eine akute Entzündung gewesen. Dann ist es auch immer ein bisschen schwieriger. Also gerade so eine entzündungshemmende Ernährung geht dann eher auf chronische Entzündungen hin, dass sich sowas nicht entwickelt oder man sowas eher in den Griff bekommt. Von daher weiß ich das nicht. Kohlenhydrate, ja, haben unter Umständen einen entzündungsfördernden Effekt, ganz klar. Das ist dann eben auch zum Beispiel ein Vorteil einer ketogenen Ernährungsform, dass du damit einfach die Entzündung ja deutlich reduzieren kannst. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Zum Thema vegan und Sport. Ja, das kann zum Problem werden, wenn man das nicht richtig macht. Also ich würde nicht sagen, dass vegan und Sport nicht zusammenpasst. Wäre jetzt nicht meine persönliche erste Wahl, aber man kann das machen. Du musst dich einfach nur ein bisschen besser auskennen. Das Hauptproblem sind hier eher die Fette, also gerade so zum Beispiel die Omega-6-Fettsäuren, die zwar auf der einen Seite essentiell sind, aber großen Schaden anrichten können, wenn sie in Mehrzahl sind, also wenn es zu einem Ungleichgewicht kommt im Bereich der essentiellen Fettsäuren, da kann das zum Problem werden. Und da jetzt zum Beispiel Veganer auch relativ häufig Tofu essen, kann das wirklich problematisch werden. Aber da muss man natürlich auch dazu sagen, solche Quellen gibt es natürlich jetzt auch in der normalen Mischkost. Von daher, direkten Rückschluss weiß ich nicht, ob man da so ziehen kann. Man muss natürlich auch immer so das einzelne Verletzungsbild dann im Endeffekt auch anschauen oder das Krankheitsbild, woher das dann kommt und ob da dann wirklich die Ernährung nochmal den großen Gamechanger machen kann oder nicht. Ich sehe die Ernährung da eher auch im Bereich langfristig angesiedelt. Sebastian, das wäre noch meine Frage, wenn ich kurz reingrätschen darf. Wie individuell ist denn Ernährung jetzt auf den Spieler oder auf den Sportler zu sehen? Also wie gesagt, ich sehe es ja immer im Ultraläuferbereich und dann gewinnt der Veganer vor dem Typen, der nur Fleisch isst, vor dem Typen, der alles isst. Mhm. Und alle kommen irgendwie zurecht und sind total erfolgreich. Und dann frage ich mich immer wieder, kann man überhaupt ein Ernährungsschema oder ein Ernährungskonzept auf eine ganze Mannschaft drauflegen? Oder sind die einzelnen Spieler so individuell, dass man eigentlich wirklich für jeden einzelnen individuell ein Ernährungskonzept erstellen müsste? Also grundsätzlich müsste man das, ja. Ich sage mal, der Mehrwert wäre wahrscheinlich nicht dem Aufwand gerechtfertigt. Also es ist grundsätzlich schon mal so, es gibt keine Ernährung, die für jeden perfekt passt und die ultimative Ernährung ist für die Leistung und so weiter. Von daher finde ich es auch immer ganz witzig, also gerade so im
Ausdauerbereich sieht man das ja wirklich sehr häufig, dass du dann ja so ein bisschen die Extremvarianten irgendwo findest, gerade vegan und keine Kohlenhydrate und nur Fleisch und nichts Pflanzliches und so weiter und so fort. Und dann springen alle auf den Zug sofort auf. Man muss da wirklich brutal aufpassen, was man da macht. Also unterm Strich ist es so, dass natürlich jeder ein gewisses Anforderungsprofil hat. Also das ist das Erste, was wir uns anschauen müssen. Keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal bei einem Fußballer. Ein Torwart wird weniger Sprints haben als ein Stürmer vielleicht. Und entsprechend wäre hier schon mal das der erste Unterschied letztendlich zu suchen. Aber grundsätzlich geht es natürlich auch darum, wie gut kann ein Körper mit Kohlenhydraten umgehen, wie gut kann ein Körper mit Fett umgehen, wie ist zum Beispiel, das sind dann so wirklich so individuelle Dinge, die wir dann auch, oder ja, die man auf jeden Fall testen muss, sind zum Beispiel Dinge wie der Omega-3-Status im Blut und wie ist der im Vergleich zur Omega-6-Zufuhr oder auch der Vitamin-D-Status im Blut kann einen riesen Unterschied machen. Der Proteingehalt orientiert sich natürlich auch ein bisschen an der Belastung und an der Menge an Muskelmasse, die ein Sportler mitbringt. Also das sind schon so grundlegende Dinge, die man hier individualisieren müsste. Aber gerade in so einem Mannschaftsgefüge ist es wichtiger, vor allem wenn jetzt dort die Spieler nicht zu 100% die Dinge wirklich auch durchziehen, dass du gute Grundlagen bietest. Dass du einfach schaust, okay, zum Beispiel hatten wir auch immer, also ich habe dann für die Hotels auch immer die Pläne gemacht, was sie kochen dürfen und was nicht und was nicht drin sein darf und Zutatenlisten durchgegeben und so weiter. Und für mich sind zum Beispiel immer so absolute No-Gos sehr Omega-6-haltige Öle, also gerade so Sachen wie Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimöl, weil die eben genau dieses Gleichgewicht zwischen Omega-3, das eher entzündungshemmend ist, und Omega-6, das eher entzündungsfördernd ist, durcheinander bringt. Und wenn man einfach so eine Umgebung erstmal schafft, dass man weiß, okay, die Grundlagen sind schon mal gut da, dann glaube ich, ist das schon mal sehr gut dann für die gesamte Mannschaft. Und dann muss man ohnehin erstmal gucken, wie der Einzelne letztendlich auch Bock hat, das Ganze umzusetzen. Sebastian, hast du noch Fachfragen? Nee, aber das fand ich jetzt total interessant. Also wie individuell ist Ernährung, aber ich finde es auch total schön, dass dann auch Philipp als Profi und jemand, der davon lebt, halt sagt, dass man halt Ernährung ist wichtig, aber man die auch in Relation setzen muss, ne? Und das irgendwie nicht bis zum Jota irgendwie durchprügeln muss und dann leiden halt andere Faktoren darunter, die eventuell wichtiger sind. Also das finde ich total schön irgendwie. Aber ja, ich glaube, das Wichtige ist wirklich, für mich ist Ernährung ist eine Gewohnheitssache. Und das musst du halt hinkriegen, dass es zur Gewohnheit wird, die richtige Entscheidung zu treffen. Also mir geht es ja gar nicht so, dass ich danach aufs Gramm genau und auf die Kalorie genau sagen kann, mach dies und mach jenes, weil um da nochmal zum Beispiel individuell ranzugehen, nehmen wir mal zwei Sportler, der eine ist eher jemand, der schneller Fett ansetzt, der andere, der weniger Fett ansetzt, und die essen die gleiche Mahlzeit, die wird im Körper einfach ganz anders verstoffwechselt. Das heißt, der eine wird mehr Wärme produzieren, der andere wird eher die Kalorien einlagern und von daher musst du da wirklich dann sehr detailliert arbeiten. Aber für mich ist einfach immer nur wichtig, eine gute Umgebung zu schaffen. Ich möchte, dass die Sportler lernen, aus Gewohnheit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wir wissen alle, wenn es darum geht, schlechte Gewohnheiten wegzukriegen und neue zu implementieren, das braucht halt nun mal Zeit. Und das ist ja eben letztendlich auch ja wichtig, dass es ein langfristiges Projekt ist. Und das sollte dann nicht irgendwie gerade in einem Mannschaftssport an einen Trainer gekoppelt sein oder an irgendwas gekoppelt sein, sondern es muss wirklich eigentlich komplett separat laufen und muss dann als langfristiges Konzept von der Jugend an letztendlich begonnen werden. Und das ist eben das Wichtige dort, den Sportlern beizubringen, triff einfach die richtigen Entscheidungen und sei dir darüber bewusst, dass die und die Entscheidung vielleicht nicht so optimal ist und dann musst du auch nicht wirklich alles perfekt machen. Also darum geht es ja wirklich nicht. Und dann ist es auch nicht so dramatisch, wenn du dann mal, keine Ahnung, dann dürfen die von mir aus auch mal nachts den Pizzaservice rufen, wenn es vielleicht nicht gerade am Freitagabend vor dem Bundesligaspiel ist. Aber das muss man einfach so ein bisschen im Großen sehen und nicht so auf einzelne Fälle rumklopfen. Also es geht echt, es geht um Gewohnheiten, es geht um Entscheidungen, es geht um ein gewisses Wissen. Und da unterscheiden sich dann wirklich Spieler und Sportler.
Das heißt, Timo, ja, ich denke, es gibt nach wie vor noch so ein paar Faktoren, die gerade im Fußball doch so ein bisschen vernachlässigt werden. Ne? Sei es Ernährung, sei es dann vielleicht auch Schlaf oder andere Dinge, die halt wirklich noch diese 2, 3, 4, 5% irgendwie beisteuern können, um dann vielleicht doch ein Spiel halt zu gewinnen halt, ne? Wenn die ganze Mannschaft diese 2, 3, 4, 5% mehr ja, klar, leistet als der Gegner. Und das finde ich nach wie vor erstaunlich, dass da halt in diesem Millionen-Business-Fußball da doch nach wie vor so wenig Wert drauf gelegt wird. Aber da muss ich jetzt zum Beispiel wirklich sagen, wenn ich da zurückdenke an 2015, es wird ja im Nachhinein wird ja sehr viel über den Alexander Zorniger geschimpft und über den Robin Dutt und so weiter, aber das waren einfach zwei Leute, die auf sowas brutal viel Wert gelegt haben, also Ernährung und damals war ja dann der Philipp Laux auch noch da im Bereich der Sportpsychologie und so weiter, also da ging es wirklich darum, ein professionelles Umfeld zu schaffen und das ja, ist jetzt meiner Meinung nach ein bisschen abhanden gekommen. War dann vielleicht auch Alexander Zorniger so ein bisschen von seiner Leipzig-Zeit geprägt? Also hat er da das Ganze mitgenommen oder war das schon immer so bei ihm, dass er da großen Wert drauf gelegt hat? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Also ich habe ihn ja wirklich erst beim VfB Stuttgart kennengelernt, aber als wirklich sehr akribischen Trainer und auch als sehr, sehr guten Trainer. Also ich bin, ja, war immer sehr überzeugt auch, hat es auch jedem stimmig erklärt, was gemacht wird und so weiter. Also ich fand das sehr positiv. Inwiefern er natürlich aus der Leipziger Zeit geprägt ist, das weiß ich nicht. Also da habe ich wirklich auch nie mit ihm drüber gesprochen. Ich habe noch zwei boulevardeskere Fragen. Zum einen, was du zu der Timo Werner-Äußerung zu sagen hast, als er ja meinte, in Stuttgart gab es früher schon mal einen Döner in der Mittagspause. Also ich kann schon ausschließen, dass es unter dir einen Döner in der Mittagspause gab. Aber gab es wirklich so Fälle, wurde dir da mal was berichtet von dem einen oder anderen Spieler, dass man dann nach der morgendlichen Trainingseinheit dann, ich weiß nicht, beim King Kebab sich kurz mal so ein Ding reingepfiffen hat und nachmittags dann nochmal eine Runde laufen gegangen ist? Klar, gab's alles, wurde auch teilweise ganz offen kommuniziert und ja, ich meine, was soll ich da machen? Das Ding ist halt, wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Einheiten haben oder hatten damals, war es meistens so, dass wir auch zusammen Mittag gegessen haben. Das heißt, das war für mich natürlich die Möglichkeit, dort in gewisser Weise das Zepter in die Hand zu nehmen. Und das ist aber genau das, was ich vorher gemeint habe. Ich bin ja nicht 24/7 bei den Jungs und was die natürlich in ihrer Freizeit machen, das weiß ich nicht und das ist natürlich auch ihre eigene Entscheidung und das sind wir wieder beim Thema. Mein Ziel war es immer zu gucken, dass sie einfach auch unabhängig von mir die richtigen Entscheidungen treffen. Es gab sicherlich Spieler, die haben das ernster genommen und welche, die haben es weniger ernst genommen. Ja, von daher, ich finde es nicht sehr glücklich, so etwas zu machen, weil auch hier nochmal, wie performst du, wenn du, keine Ahnung, sagen wir mal, bei einer All-You-Can-Eats-Veranstaltung bist und danach noch zwei Stunden später ein Fußballspiel absolvieren muss und was auf höchstem Niveau, ja, da wird es dir wahrscheinlich entweder relativ schlecht gehen auf dem Platz oder du wirst nicht an deine volle Leistung rankommen. Und wenn das natürlich dein Anspruch an dich selber ist als Sportler, dann ja, ist es natürlich schon mal schlecht, aber ich sehe es halt dann auch aus dem Mannschaftsgefüge raus, den anderen gegenüber nicht sehr fair, die das vielleicht irgendwie ein bisschen mehr forcieren. Aber unterm Strich, wie gesagt, kann ich da oder konnte ich da auch nichts machen. Ja, das muss jeder für sich selber wissen, was er da tut. Die andere Frage, die ich habe, die zielt auf Christian Gentner ab. Denn wie der ein oder andere Hörer ja mitbekommen hat, waren wir, Sebastian, ich nehme mich da jetzt einfach mit ins Boot, nicht ganz so begeistert von Christian Gentners Äußerungen nach seinem Abgang in Stuttgart und haben auch während seiner Zeit hier in Stuttgart immer mal wieder uns darüber beschwert, dass er... ja, dass da vielleicht zu wenig kommt von ihm als Kapitän. Du hast mir geschrieben, dass Christian Gentner eigentlich jemand war, ja, der dir sehr imponiert hat und der sehr viel für den Mannschaftsgeist getan hat. Vielleicht kannst du da so ein bisschen drüber sprechen, wie wichtig war Christian Gentner für die Mannschaft und vielleicht auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du das direkt beantworten kannst, aber deine Meinung kannst du definitiv dazu sagen. Wie kommt es dazu, dass er nach außen hin vielleicht ganz anders wahrgenommen wird, als er dann nach innen wirkt? Also, ja, du hast ja schon angesprochen. Für mich war der Christian immer eine absolute Leaderfigur innerhalb des Teams, auch in der Kabine ein wichtiger Mensch. Er ist für mich eine sehr starke Persönlichkeit, ein sehr freundlicher Mensch. Also ich muss mich jetzt hier wirklich als kleinen Gente-Fan outen in dem Sinne. Ich fand es schon wichtig, weil er hat auch Ruhe ausgestrahlt und reingebracht. Warum er nach außen hin vielleicht oftmals negativ irgendwie gesehen wird, ich weiß nicht, grundsätzlich ist es
meiner Meinung nach oft mal so, dass ein Leader immer nur daran gemessen wird, wie laut er schreit. Und das ist, finde ich, komplett falsch. Also du musst nicht auf dem Platz rumbrüllen und immer der Erste sein, der sich beim Schiri beschwert und alle zusammenscheißen, wenn mal irgendwas nicht passt, nur um zu sagen, ja, ich bin der große Kapitän und ein Leader. Ein Leader macht für mich, hat für mich ganz andere Charakteristiken und die hat er meiner Meinung nach erfüllt. Ich fand, er war ein gut, ich kann, wie gesagt, für die letzten 3 Jahre kann ich nicht sprechen. Aber zu meiner Zeit war er schon ein wichtiger Teil der Mannschaft, ein wichtiger Teil in der Kabine, hat sich immer für das Team letztendlich auch geopfert. Es wurde ihm ja irgendwie so ein bisschen auch im Nachhinein vorgeworfen, dass er vielleicht eher hätte Unruhe reingebracht oder sich nicht mehr fürs Team irgendwie jetzt zerrissen hätte. Und das kann ich echt nicht bestätigen. Also ich würde, klar kann ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber so wie ich ihn kennengelernt habe, würde ich nicht behaupten, dass er nicht alles dafür gegeben hätte oder hat, dass der Verein nicht nochmal absteigt. Also das würde mich schon schwer wundern, aber wissen tue ich es natürlich nicht. Also ich habe auch die letzten 3 Jahre keinerlei Kontakte mehr zu ihm gehabt. Von daher ja, weiß ich das natürlich so nicht, aber ich habe ihn immer als sehr wichtigen Bestandteil der Mannschaft wahrgenommen und auch als guten Kapitän und Führungsfigur, der einfach auch mit gutem Beispiel vorangegangen ist, was das Benehmen angeht, was das Verhalten angeht, was die Einstellung angeht und so weiter. Ja, an dieser Stelle, Sebastian, wenn du keine weiteren Nachfragen hast, möchte ich erstmal dem Philipp für die ausführlichen, ja, neuen Erkenntnisse, die er uns gegeben hat, danken, denn ja, das Thema Ernährung im Profisportbereich, aber auch so im persönlichen Bereich ist, denke ich mal, ein sehr wichtiges Thema und diese Einblicke bekommt man auch nicht jeden Tag, also von daher erstmal vielen Dank, dass du dir bis hierhin schon mal Zeit genommen hast. Es geht natürlich noch weiter mit dir, aber ich möchte den Sebastian trotzdem noch hier kurz mit ins Boot holen. Hast du noch eine Frage, Sebastian? Vielleicht für dich als Läufer, gibt's da was du gerne wissen möchtest? Ich glaube, ich habe noch vielleicht so als Läufer noch ganz, ganz viele Fragen, aber die stelle ich jetzt lieber nicht, weil dann wird's irgendwie wieder ganz furchtbar lang. Nee, aber ich finde es total interessant. Also wer so in Fankreisen diskutieren wir ja schon häufig drüber, warum halt so Nischengebiete relativ wenig abgedeckt werden. Also Ernährung, ja, Schlaf, ja, aber auch Offensivstandards, Defensivstandards, also dieses Thema, warum wird eine Bundesligamannschaft nicht trainiert wie so ein NFL-Team mit Special Teams? Also warum gibt es da keinen speziellen Trainer? Und es wird halt nach wie vor relativ wenig umgesetzt und das, obwohl es ja wirklich ein Millionen Geschäft ist, ne? Und ich glaube, da liegt noch so viel im Argen, beziehungsweise, also jetzt positiv formuliert, es gibt noch so viel Potenzial, da die nötigen Prozente rauszukitzeln, was nach wie vor nicht getan wird. Und ich glaube, so sehr wir halt auch über Leipzig und Hoffenheim immer schimpfen, ich glaube, es lohnt sich halt auch als Traditionsverein da halt mal so ein bisschen genauer hinzugucken, wie die das handhaben einfach, weil ich glaube, die greifen dann vielleicht schon so ein paar Bereiche auf, die so ein bisschen vernachlässigt wurden. Und ja, und deswegen fand ich es total interessant, mal so ein paar Insights zu bekommen, wie das Thema Ernährung bei den Clubs angegangen wird. Ich glaube, man muss, wenn ich da abschließend noch ganz kurz was dazu sagen darf, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Strukturen in Fußball Deutschland einfach noch veraltet sind. Also wenn du einfach immer noch diesen einen Cheftrainer hast, der für alles verantwortlich ist irgendwo, dann kann das so nicht mehr funktionieren. Ich glaube, dass der Jürgen Klinsmann damals bei den Bayern das eigentlich schon relativ gut gedacht hatte, nur eben echt seiner Zeit ein paar Jahre voraus war und einfach so die Eindrücke aus, gerade wie du gesagt hast, aus der NFL, NBA und so weiter mitgebracht hat und da einfach noch nicht die Zeit dafür da war. Und man muss natürlich dann auch einfach sagen, wenn, ja, es ist dann auch immer so ein bisschen, merkt man ja auch heutzutage irgendwo so ein Stück weit immer ein Machtkampf in den Vereinen da und wer ist der Mächtigste und ganz vorne und dann ist es natürlich schwierig, da irgendwie was Flexibles und Sinnvolles in gewisser Weise aufzubauen. Und man muss halt natürlich dann auch sagen, dass es eben auch der Vorteil von solchen, ich nenne es jetzt mal, ja, keine Ahnung, Werksclubs oder Sponsored-by-Clubs, dass die meistens eben nicht diese Riesentradition haben. Und oftmals ist vielleicht auch so eine Tradition ein bisschen ein Hindernis oder vielleicht eine gelungene Einladung, sich darauf auszuruhen. Und das ist halt heutzutage nicht mehr. Und das muss man leider vielleicht realisieren oder das müssen die entsprechenden Verantwortlichen realisieren. Jetzt das gar nicht auf den VfB Stuttgart bezogen, sondern das sehe ich jetzt ganz allgemein in vielen Sportarten auch, gerade in mannschaftssportlichen Bereichen, wo man da vielleicht einfach mal den nächsten Schritt irgendwie angehen sollte. Aber keine Ahnung, wann und ob das passiert. Liegt mit Sicherheit auch daran, dass das momentan so gehandhabt wird, dass der Chefcoach
dafür auch verantwortlich ist, ob zum Beispiel ein Ernährungsberater mit eingestellt wird. Und eigentlich sollte das ja in Vereinshände, weil du kannst ja nicht sagen, okay, unter Herrn Zorniger ist das ganz wichtig, dann wird er entlassen nach einem halben Jahr, dann ist es nicht mehr wichtig, dann kommt der Nächste, dann ist es wieder wichtig, aber in einer anderen Art und Weise, der möchte einen anderen Ernährungsberater. Also eigentlich sollte der Verein da selbstständig tätig werden und das unabhängig von einem Trainerteam, ja, das ja dann doch eine relativ kurze Halbwertszeit hat, beim VfB vor allem, ja, selber tätig werden. Aber gut. Ja, du gibst die Leitplanken als Verein vor, dann musst du sagen, ja, und unser Verein hat halt einen Ernährungsberater und unser Verein hat einen Psychologen. Und der Psychologe kümmert sich dann halt um Spieler wie Nicolas Gonzalez, wenn er halt gegen Schalke das leere Tor nicht trifft oder gegen Union Berlin im wichtigsten Spiel der Saison halt irgendwie blöd im Abseits rumsteht und das Führungstor verhindert. Ne? Und natürlich ist das dann eher eine Aufgabe vom VfB als die vom Cheftrainer. So, da muss man sagen, hey, und die zwei, die sind halt da und wenn der Trainer wechselt, dann bleiben die zwei auch da, weil die sind uns wichtig einfach. Also das sehe ich auch ganz genauso. Gut, also dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen auf das aktuelle Tagesgeschehen über. Das Gute ist, der Philipp ist nicht nur Ernährungsberater, sondern auch VfB-Fan und kann deswegen natürlich auch vorzüglich mit über das Spiel gegen den VfL Bochum sprechen, das am Montag stattfand. Jetzt muss ich erstmal den Sebastian fragen, der hat ja das Problem, dass er, in Anführungsstrichen, das Problem, dass er in Italien weilt. Konntest du das Spiel überhaupt sehen? Ja, ich konnte das Spiel sehen. Also ich habe es nicht komplett gesehen, aber ich habe mir, ich würde sagen, ich habe von den 90 Minuten so ungefähr 60 gesehen, habe mir gestern nochmal die erste Halbzeit komplett angeguckt und ich fühle mich relativ gut informiert. Das ist gut. Philipp, warst du im Stadion oder hast du es am Fernseher mitverfolgt? Im Stadion war ich nicht, aber ich habe es auf jeden Fall gesehen. Mit Begeisterung mal wieder. Also das muss ich natürlich sagen. Wart ihr ähnlich überrascht wie ich, dass Santiago Ascasiba nicht im Kader stand und auch nicht den Verein verlassen hat, Sebastian? Ja, also als ich dann irgendwie, ich habe es dann auch wirklich kurz vor Anpfiff erst gelesen, nicht im Kader aufgrund disziplinarischer Gründe, dachte ich, okay, das ist halt dieser Standardvorwand, denn man ist noch in finalen Verhandlungen und der geht halt noch nach Sevilla. Und als ich dann irgendwie, dann tat sich aber nichts mehr und dann war ich so ein bisschen verunsichert, weil er wechselt nicht mehr, aber er stand aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader. Und ich hoffe wirklich ganz schwer, dass sich jetzt diese disziplinarischen Gründe relativ schnell in Wohlgefallen auflösen, weil es wäre ja verheerend, wenn er jetzt beim VfB bleibt, aber aufgrund irgendwelcher schwerwiegender Sachen nicht nach wie vor nicht im Kader steht. Also ich bin total froh, dass er nach wie vor ein VfB-Spieler ist, was ja auch bedeutet, ich bestell mir das Trikot mit der Nummer 6 und seinen Namen, mache ich auch total gerne. Aber ich hoffe, dass diese angeführten disziplinarischen Gründe nicht dazu führen, dass er weiterhin nicht im Kader steht. Vielleicht holst du nur das Trikot mit der Nummer ohne Namen, sicherheitshalber. Nein. Ich hole mir das Trikot nur mit Namen, aber ohne Nummer. Oder so rum. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, also kurz vielleicht nochmal dazu. Santiago Ascasiba wollte wohl wechseln, wollte zu Betis Sevilla wechseln. Spieler und Verein waren sich, glaube ich, soweit auch einig. Das scheiterte dann wohl, hört man so, an den zu hohen Forderungen des VfB Stuttgart, was man natürlich verstehen kann. Ich glaube, Santiago Ascasiba ist mit 13 Millionen geschätzter Marktwert bei Transfermarkt der teuerste VfB-Spieler aktuell im Kader. Und was man so aus Spanien hört, waren die Spanier nicht bereit, da deutlich mehr zu bezahlen. Der VfB wollte aber mehr als diese 12, 13 Millionen. Ob das jetzt so war oder nicht, sei mal dahingestellt. Für mich stellt sich das so ein bisschen so dar, als gäbe es da so eine ähnliche Nummer wie mit Rebic in Frankfurt. Sprich, der Spieler wollte unbedingt weg und hatte keinen Bock mehr so richtig auf die zweite Liga, war sich mit dem Verein, wie gesagt, einig und war dann ein bisschen trotzig, vielleicht auch ein bisschen sauer, enttäuscht, dass es nicht zum Wechsel kam. Das sind natürlich jetzt alles nur Mutmaßungen, aber es ist schon sehr merkwürdig, dass ein Spieler plötzlich, der eigentlich überhaupt nicht dafür bekannt ist, disziplinarisch negativ aufzufallen, plötzlich aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader steht. Ja gut, müssen wir mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Santi ist ja aktuell bei der argentinischen U23 zusammen mit Nico Gonzalez. Sobald die dann zurück sind, werden wir das natürlich genauer beobachten. Sven Mislintat und auch Tim Walter haben schon gesagt,
das Problem ist nicht so groß, dass wir es nicht aus der Welt schaffen könnten. Und Santi wird nach seiner Rückkehr nach der Nationalmannschaft alle Möglichkeiten haben, wieder ja in die Mannschaft zu kommen. Aber es wird natürlich für ihn nicht leichter, auch wenn man bedenkt, dass jetzt nochmal ein neuer Spieler verpflichtet wurde. Da kommen wir nachher noch dazu. Marc-Oliver Kempf fehlte übrigens wegen einer Entzündung im Oberschenkel. Wir dachten ja immer, der hat muskuläre Probleme. Jetzt haben wir gehört, es ist eine Entzündung im Oberschenkel. Da muss ich gleich den Fachmann wieder mit ins Boot holen. Philipp, auch wenn du kein Mediziner bist, glaube ich jedenfalls, kannst du vielleicht kurz erklären, was eine Entzündung im Oberschenkel sein könnte? Weil da kann ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Ist das eine Muskelentzündung dann oder? Ja, das kann alles Mögliche sein. Also das kann eine Muskelentzündung sein, wenn es vielleicht irgendwie im Vorfeld eine kleine Ruptur gab. Das kann im Bereich der Sehnen sein. Das kann im Prinzip alles sein. Das ja, ist schwer zu sagen. Da habe ich jetzt aus der Ferne, ja. Da habe ich jetzt einfach mal gedacht, ich frage mal, vielleicht weißt du es, wenn nicht, dann ist auch egal. Der Versuch hat nicht funktioniert. Wir wissen es ja auch nicht, er fehlt auf jeden Fall. So ein Klassiker beim VfB, in der ersten ist es eine Muskelverletzung, dann ist es eine Entzündung, dann sind es Beschwerden, also anscheinend weiß man ja nicht so ganz genau, was es ist und deswegen wäre ich jetzt auch vorsichtig mit der Prognose, wann Marc-Oliver Kempf wieder gesund geschrieben wird. Also das scheint ja schon irgendwie ein bisschen schwerwiegender zu sein. Er hat heute wieder mit der Mannschaft trainiert. Das ist vielleicht eine gute Nachricht. Oh, immerhin. Ja, also ob das jetzt natürlich dann auch bedeutet, dass er beim großen Drei-Ligen-Cup am Wochenende wieder einsatzfähig ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat man ihn auch wirklich geschont für diesen Cup. Kann auch sein. Aber mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Ja, dann gab es eine kleine Überraschung für mich zumindest. Nämlich Silas und Hamadi Al-Gadoui starteten als neues Sturmduo. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass Silas neben Nico Gonzalez beginnt. Man muss vielleicht dazu sagen, Nico Gonzalez war auch ein bisschen angeschlagen unter der Woche, konnte nicht voll mittrainieren. Da gab es ja dann auch noch Gerüchte, er wollte den Verein verlassen. Das wird vielleicht auch noch dazu beigetragen haben, dass er nicht der erste Startelf-Kandidat war für Tim Walter, weiß ich nicht. Aber ich war schon ein Stück weit überrascht von Silas Wamangituka im Sturm und Al-Gadoui. Philipp, wie siehst du es? Ist das ein Sturmduo, das uns Spaß machen könnte, oder siehst du langfristig da dann doch Mario Gomez oder natürlich Nico Gonzalez, der seine Klasse ja spätestens dann in der zweiten Halbzeit nach seiner Einwechslung unter Beweis gestellt hat? Also, was ich von dir jetzt eigentlich wissen will, ist, wie fandest du Silas Startelfdebüt? Also, das war natürlich fantastisch. Das hat richtig Spaß gemacht. Also, man hat gesehen, er hat teilweise vielleicht noch nicht so ganz den Überblick in hektischen Situationen, aber was natürlich grandios ist, ist so die Technik, mit der er arbeitet, die Schnelligkeit. Er ist überall, hat sich super präsentiert, finde ich. Nur in den letzten Momenten haben ihm teilweise noch so ein bisschen Übersicht und vielleicht auch die Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Aber mein Gott, das ist ein junger Stürmer. Ich finde für Startelfdebüt wirklich überragend, wenn das so bleibt. Dann bin ich da sehr positiv, dass wir da noch jede Menge Spaß haben werden. Was mich wirklich vom Hocker gehauen hat, waren die Dribblings, die er immer wieder versucht hat. Also der VfB hat im gesamten Spiel 13 Dribblings gewonnen und 5 davon gehen auf Silas Konto. Also das ist schon ein beachtlicher Wert und 5 gewonnene Dribblings ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Also auch für eigentlich bekannte Dribbler, sei es jetzt ein Sancho bei Dortmund oder was weiß ich, wer fällt mir da noch ein? Vielleicht ein Ribéry damals bei Bayern oder so. Also das sind schon gute Werte. Einziges Problem, was ich so ein bisschen mit Silas hatte, war, dass seine Aktionen, die dann ja doch manchmal für Standing Ovations gesorgt haben im Stadion, eigentlich immer in Bereichen stattfanden, die jetzt nicht so als Gefahrenbereich bezeichnet werden dürfen. Also ja, ich fand gerade so im Gefahrenbereich selber ist es dann genau das gewesen mit dem Überblick. Das war das, was ich meinte. Ja. Dann ist es irgendwo so ein bisschen im Nichts verflogen. Es war halt wirklich toll zum Angucken, so im Mittelfeld oder hinten und was da alles passiert. Aber dann, als es wirklich gefährlich wurde, da war einfach dann irgendwie so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen die Luft raus, aber wirklich so ein Stück weit die Übersicht hat da gefehlt, den Überblick übers Feld, über die Mannschaft. Aber ja, kann auch gut sein, dass sich das noch verändern und legen wird, wenn er einfach öfter spielt. Sebastian, wie... Ich meine, das ist das Schöne. Du hast halt einen 19-Jährigen, ne? Und egal, welche Fehler er macht, du hast halt so die Perspektive, hey, gib dem Zeit und die Fehler stellt er ab und er wird halt noch besser und er ist jetzt schon richtig gut. Und ich finde, er hat in der ersten Halbzeit so ein paar Situationen, die dann, wie Philipp sagt, halt irgendwie nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. Da war einmal dieses Ding irgendwie rechts im Strafraum, wo er nach
innen, wo er richtig gut läuft, den Ball an der Grundlinie bekommt, nach innen geben könnte, wird irgendwie abgelaufen und dann hat er noch kurz vor Halbzeit, glaube ich, diesen Ball, den er ganz gut bekommt, dann nicht richtig trifft und so weiter. Also da war er schon in gefährlichen Bereichen, hat aber keine guten Aktionen gehabt und dann gerade in der zweiten Halbzeit hat er halt gute Aktionen gehabt, allerdings nicht in gefährlichen Bereichen. Aber so ganz grundsätzlich, ja, macht das einem schon relativ viel Lust auf mehr. Und wenn man sich dann, wie gesagt, denkt, hey, integriert ihn besser ins Spiel, der ist halt, wie lange jetzt da, 3-4 Wochen oder so. Ja. Das ist halt irgendwie doch relativ grandios. Und jetzt ein kleiner Vorgriff auf die grandiose Mailbox. Also mein Lieblingsanrufer Karl hat es gesagt, ne? Der Silas ist halt ein Typ, der hat den Fuß am Ball und der läuft mit dem Fuß am Ball auf den Gegner zu. Und er hat das Ziel, diesen Gegner auszuspielen. Das ist halt so geil. Und das ist, glaube ich, das, was auch dem Walter-Ball vom VfB halt noch so ein bisschen fehlt. Das ewige Quergeschiebe und nach vorne und nach hinten und jemanden freispielen. Und du brauchst halt jemanden, der dann mal das Herz in die Hand nimmt und dann mal 1-1 geht. Und da jetzt ja Donis nicht mehr beim VfB spielt und auch wahrscheinlich nie gespielt hätte, ist halt dann Silas halt der Typ, der vielleicht dieses Element mit reinbringt und durch Einzelaktionen und gute Dribblings und durch Schnelligkeit für das Chaos sorgt, was da nötig ist, um in der Mitte halt dann die Zielspieler halt in gute Positionen zu bringen. Also der eine Hui, der andere, ich sag nicht Fui, aber Al-Ghadoui war für mich nicht so besonders stark, um es mal vornehm auszudrücken. Er hat sich zwar, jetzt wollte ich schon sagen, stets bemüht, aber man weiß ja, was das dann bedeutet. Er war stets bemüht, ja. Er war wirklich stets bemüht, also hat viele Zweikämpfe geführt, hat auch für einen Stürmer relativ viele gewonnen, aber ja, 9 Pässe, 24 Ballkontakte in der ersten Halbzeit sprechen dann doch für sich. Er war relativ ungefährlich, wenn es dann mal Flanken gab, dann konnte er mit denen auch nicht so richtig viel anfangen, rutschte einmal ein bisschen unglücklich vor der Ballannahme aus. Das hat dann auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass er erfolgreich war beim Torabschluss. Sebastian Al-Ghadoui, dann doch eher ein Spieler, der vielleicht ja hilfreich sein kann, wenn man nicht den Ball selber hat, sondern wenn man eher dann vielleicht kontert, auch wenn das jetzt im Walter Fußball ja gar nicht vorgesehen ist, der klassische Konter. Aber so kommt es mir vor, dass Al-Ghadoui Probleme hat mit dem Ball am Fuß. Das ist eher ein Spieler, der dann mal eine Flanke verwerten kann und dann halt typisch in so einer Kontersituation seine Stärke ausspielen kann. Ja, aber das klingt jetzt ja auch eigentlich wie eine Beschreibung, die auch auf Mario Gomez zutrifft. Ja, ne? Genau. Die würde ich schon gleichsetzen. Also, aber nach 90 Minuten gegen Bochum fragt man sich, hey, hätte man nicht auch Mario Gomez starten lassen können? Und ich sagen, jo, hätte man machen können. Also die zwei sind sich halt relativ ähnlich und sie sind beide wirklich gut dafür, dass sie halt mal dann diese eine Flanke, die dann irgendwie genau kommt, einnicken oder einen Eckball verwandeln oder halt einfach mal richtig stehen. Ja, aber jetzt Al-Ghadoui gegen Bochum war jetzt auch nicht wirklich grandios, gar keine Frage. Aber ich denke schon, dieses grundsätzliche Prinzip, irgendwie einen sehr agilen Stürmer vorne drin zu haben und einen eher so einen Turm, kopfballstark und so weiter, das scheint schon zu funktionieren. Weil wir haben ja auch gegen Aue gesehen, mit zwei ganz agilen Stürmern dann wie Gonzalez und Klimowitz war es auch jetzt nicht wieder so gut. Aber wir haben halt sehr viele Optionen und ich glaube auch, dass Tim Walter noch so ein bisschen am probieren ist, welche Version des Sturmdos für welches Spiel dann die passende ist. Philipp, welche wäre denn für dich die passende? Wenn du jetzt auswählen dürftest aus den Stürmern, die wir momentan im Kader haben, welche zwei würdest du denn auswählen? Ich finde es ehrlich gesagt auch super schwer. Ich glaube, es kommt wirklich auch ganz drauf an, gegen wen du spielst. Also ich sag mal, gegen Aue hätte ich mir gewünscht, dass man da einfach den Herrn Al-Ghadoui früher gebracht hätte. Und dann wirklich, wenn du einfach nach 60, 65 Minuten siehst, dass, ich sag mal, alle Auer Stürmer oder die gesamte Auer Mannschaft letztendlich im eigenen Strafraum steht, dann musst du halt einfach, meiner Meinung nach, auch ab und an mal versuchen, vielleicht hochzukommen, dann wirklich mal versuchen, irgendwie mit dem Kopfball das Ding reinzubringen. Gegen Bochum wiederum, hast du ja gesehen, die wollten dann irgendwann mal richtig mitspielen, die waren dann auch mutig. Und dann macht es natürlich definitiv Sinn, wenn du vorne wirklich zwei flinke Stürmer drin hast, die dann vielleicht auch technisch ein bisschen versierter sind. Und ich glaube, das hat sich ja letztendlich dann auch genau gezeigt und bewahrheitet, dass letztendlich Al-Ghadoui jetzt im ersten Durchgang nicht so wirklich zum Spiel gefunden hat. Und als dann letztendlich der Gonzalez noch mit reinkam, hat man gesehen, dass es einfach besser vorne wird. Weil dann, ich glaube, einfach sobald die gegnerische Mannschaft mitspielen will, hast du einfach auch mehr Räume. Und dann macht das auch wirklich Spaß, mit zwei so jungen, flinken Jungs da vorne zu spielen. Und dann brauchst
du auch diese hohen Bälle und so weiter nicht. Aber ich glaube, gerade gegen irgendwelche ja, Gegner wie Aue oder die sich eben komplett hinten reinstellen, da würde ich wahrscheinlich dann eher, ja, ob jetzt Al-Ghadoui oder Gomez, ich glaube, dass es so ein bisschen Tagesform vielleicht dann abhängig ist, auf jeden Fall einen mit reinnehmen, die dann auch so Abstaube-Dinger mal machen können oder mal aus einer Standardsituation oder einem Kopfball was reißen können. Ja, ich habe ja zuletzt immer wieder bemängelt, dass der VfB viel zu häufig Flanken schlägt, die keinen Spieler erreichen letzten Endes, also unsinnige Flanken. Das war diesmal etwas anders. Wir haben 18 Flanken geschlagen, von denen immerhin 5 erfolgreich ankamen bei einem VfB-Spieler. Da sind wir jetzt bei 27,8% erfolgreichen Flanken. Also das liest sich schon etwas besser, aber wenn man dann wirklich davon spricht, dass das ein Spiel war oder dass das in dem Spiel so war, dass die Flanken dann relativ häufig ankamen für Flankenverhältnisse und man dann eben von knapp 30% spricht, dann ist es ja immer noch für mich zu wenig, um jetzt dann wirklich nur auf Flanken zu setzen. Aber ich bin ganz bei dir. Einfach ein kopfballstarker Spieler neben einem eher trickreichen Spieler, einem schnellen Spieler, das ist, glaube ich, so das System, was auch weiter dann präferieren wird. Also ich bin auch überhaupt kein Fan von irgendwelchen Flanken oder sowas. Aber ich glaube einfach, wenn sich natürlich eine Mannschaft wie Aue darauf eingestellt hat, dass der VfB immer nur versucht, schnell und flach zu spielen, oder sie haben damals versucht, schnell zu spielen, aber flach zu spielen und dann immer nur um den 16 herum dribbeln, dann ist es halt sehr eintönig. Und dann hat sich meiner Meinung nach Aue da auch sehr gut drauf eingestellt. Und da ist es vielleicht dann einfach mal sinnvoll, irgendwie was anderes noch zu probieren, zumindest mal für die letzten 10, 15 Minuten, weil ich sag mal, du gehst ja eigentlich ungern 0-0 aus dem Aue-Spiel raus. Also das war wirklich so ein Spiel, wo ich richtig schlechte Laune danach hatte. Und ich glaube, es ist gerade so dieses Spiel gegen Bochum, da braucht es keine Flanken, weil da kannst du halt wirklich, ich glaube, dass da so diese Spielidee von Tim Walter richtig gut funktioniert. Also wenn die das richtig drin haben, dann kannst du da richtig schön Fußball spielen. Und ich muss auch sagen, dass das Spiel insgesamt fand ich auch toll, gerade eben, weil Bochum eben nicht hinten reingestanden ist, sondern auch mitgespielt hat und sich dadurch eben auch eigene Chancen erarbeitet hat. Also das Ding war ja jetzt kein komplett sicherer Sieg für den VfB. Ich meine, das ist ja immer auch so ein bisschen auf der Kippe gestanden. Klar, der VfB hätte zwischenzeitlich auch mal 3-4-1 führen können oder sowas, aber genauso gut hätte eben auch Bochum noch das 2-2 machen können. Und das war natürlich dann einfach, da war es vielleicht auch mit dieser Flankerei nicht notwendig, sondern dann kannst du wirklich spielerische Lösungen finden. Und das war meiner Meinung nach, war das ein sehr, sehr gutes Ding dann, nur eben auch wieder mit schlechter Chancenverwertung. Das ist sehr interessant, dass du das... Ich muss euch hier kurz unterbrechen, denn ich muss traditionell auf Toilette, aber ihr könnt auch gerne weitermachen, weil ich bin sofort wieder in Seite zu zweit, aber ich bin ganz kurz raus. Gut, dann machen wir machen jetzt einfach so lange weiter und du kommst dann wieder mit dazu. Ich schneide jetzt nicht, so Sebastian, jetzt hast du einen Salat. Genau, das gehört ja irgendwie dazu. Also, bis gleich. Und heute werde ich auch keine Twitter-Accounts oder so placken, sondern ich möchte eine Statistik aufgreifen. Und zwar, Philipp, sagtest du gerade, dass das Spiel jetzt schon eher, oder die Ausrichtung von Bochum dem Spiel von Walter eher entgegenkam. Und mir kam es auch im Stadion so vor, dass der VfB da natürlich deutlich mehr Räume hat und sich etwas leichter tut, damit Chancen herauszuarbeiten. Trotzdem war ich im Nachhinein überrascht, dass man deutlich weniger Pässe als zuletzt gespielt hat, nämlich nur 587, und die Passquote lag auch in Anführungsstrichen nur bei 82,3%, was natürlich wenig verwunderlich ist. Wenn der Gegner dich früher attackiert, dann ist es halt auch schwerer, die Pässe an den Mann zu bringen, und es gab natürlich längst nicht so viel Hin- und Hergeschiebe wie im Spiel zum Beispiel gegen Aue. Aber trotzdem sieht man hier, dass es dann ja auch ein gesunder Mix sein kann aus Passspiel, aus Flanken, Diagonalbälle, die hervorragend geschlagen wurden, unter anderem vor dem 1:0 von Philipp Clement. Das war ja wirklich eine Augenweide über 45 Meter, dieser Wahnsinns-Diagonalball auf Daniel Didavi. Ja, also dieser Mix kann dann auch zum Erfolg führen. Vielleicht dazu kurz nochmal was. Philipp Clement, wie hast du den gesehen in dem Spiel? Das war ja schon sehr, sehr vielversprechend, möchte ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Also im Gegensatz zu den Spielen zuvor, sehr viel auffälliger, sehr viel aktiver fand ich ihn. Ich habe ihn auch irgendwie fitter wahrgenommen. Also für mich hat er irgendwie einen fitteren Eindruck gemacht, agiler. Hat mir super gut gefallen. Also insgesamt muss ich sagen, so, wenn ich mir die ganze Kaderzusammenstellung angucke, gefällt mir der Kader. Finde ich super. Passt irgendwie gut zusammen. Beim Philipp Clement hatte ich am Anfang irgendwie, hat so ein bisschen ausgesehen, als würde er noch nicht so richtig reinfinden und noch nicht so richtig fit sein, aber jetzt so am Montag, das fand ich dann doch recht vielversprechend, war sehr aktiv, hat ja gute Aktionen gehabt, also auf jeden Fall top. Ich denke mal, wenn er jetzt da den einen oder anderen, er hat ja noch zwei, ich glaube, es waren zwei so Halbfernschüsse
gehabt. Wenn er die noch ein bisschen platzierter reinbringen würde, dann wären wir eben bei diesem angesprochenen 3-4-0 das, oder 3-4-1, wie es stehen könnte. Mhm. Aber insgesamt finde ich das sehr verheißungsvoll. Also hat mir gut gefallen. Auf jeden Fall sehr viel besser als die letzten Spiele. Gebe ich dir absolut recht. Man hat bei Clement vor allem in den letzten Spielen bemerkt, dass er natürlich in der Vorbereitung wirklich wochenlang ausgefallen ist. Und ich fand, man hat dann so ab der 55. Minute jetzt auch in dem Spiel bemerkt, dass er einfach ja konditionell noch nicht auf 100% ist. Also ich glaube wirklich, wenn er sich einspielt, ich glaube auch die Länderspielpause wird ihm jetzt ganz gut tun, dann ist das ein Spieler, von über den wir noch viel reden werden und der uns noch viel Spaß bereiten wird. Also für mich war das so mit der beste Spieler des Spiels, muss man sagen. Gerade eben auch wegen den hervorragenden Pässen, das war schon richtig stark, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, er hat ja auch in Paderborn damals gezeigt, was er kann. Ja. Also von daher denke ich, wenn er auf dieses Niveau wieder kommt, dann werden wir da auf jeden Fall glücklich werden auf seiner Position. Ist definitiv dann ein richtig guter Transfer gewesen. Es gab auch ein paar Schwächen. Ihr redet gerade über Philipp Clement. Und ich habe ja gestern nochmal die erste Halbzeit wirklich so mit dem Analyseblick mir angeguckt. Und Philipp Clement war in der ersten Halbzeit schon richtig, richtig gut. Ne? Also nicht nur wegen seines Passes auf Didavi, sondern auch überhaupt. Also was der hinten halt irgendwie abgelaufen hat, welche Bälle er gespielt hat, die Schüsse, die er vorne genommen hat. Das war schon ziemlich geil eigentlich. Ja, also war für mich neben Silas so mit der stärkste Spieler auf dem Platz oder der auffälligste Spieler, so möchte ich es mal sagen. Daniel Didavi hat auch sehr gut gespielt. Da gab es ja auch die ein oder andere Kritik nach dem Aue-Spiel und auch gegen St. Pauli waren viele unzufrieden mit Didas Leistung, aber ich fand auch, er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Aber es gab auch Probleme, so wie man das kennt aus den ersten Partien, und zwar betreffen die erneut die Defensive. Es gab immer mal wieder ja so Schockmomente, möchte man fast schon sagen. Ich bin ja ein großer Fan von Ned Phillips, muss ich sagen. Aber mir ist ein paar Mal aufgefallen, dass er dann doch ein schlechtes Timing hatte bei seinen Pässen. Ja, er hat immer mal wieder gute Diagonalbälle rausgehauen und er spielt auch in der Regel richtig gute Pässe, gute Spieleröffnungen, aber er hat hier das ein oder andere Mal dann doch einen schlechten Pass gespielt, der dann dazu geführt hat, dass der VfB in die Bredouille geraten ist. Und es gab dann auch so eine Situation, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Minute das war, da ist er in so eine 1-zu-1-Situation geraten. Ich glaube, mit Ganvula war das, was, die 23. Minute oder 25. Minute, als er relativ schlecht aussah und auch schlecht positioniert war. Also er hat damals, oder er hat da die Außenbahn gewählt und Ganvula konnte ihn da relativ schnell übertölpeln und hatte eine Riesenchance, die dann der hervorragende, wirklich also grandios aufgelegte, muss ich nochmal sagen, Kobel stark gehalten hat, die Chance. Also das war schon ziemlich Also das war auch wirklich eines meiner Highlights, muss ich wirklich sagen. Ich hatte es zu diesem Zeitpunkt tatsächlich mit einem Freund über WhatsApp, was denn mit diesem Phillips los ist, weil das war halt wirklich so gar nichts irgendwie und auch so, wie man ihn gar nicht gekannt hat. Aber ich war total begeistert von Kobel, vor allem auch wie schnell der da unten war und das Ding noch rausgeholt hat. Also Hut ab, das war richtig, richtig stark. Sebastian, wie wobei hast man du ja auch ich habe Ned Phillips defensiv auch nicht gut gesehen und ich gestehe mir jetzt einfach mal zu, dass er halt einfach mal ein schlechtes Spiel hat, ne, weil er ist irgendwie als Innenverteidiger Nummer 13 irgendwie gekommen und es muss jetzt irgendwie Stamm spielen und er macht das halt richtig, richtig gut und jetzt hat er halt gegen Bochum in der Defensive keinen so glücklichen Auftritt gehabt, aber ich möchte nochmal einwerfen, eine Szene in der, ich weiß es gar nicht mehr, 10. Minute, 15, also vor dem 1-0 definitiv, wo es eine relativ große Torchance gibt und der Schuss kommt von Ned Phillips und die Flanke vorher kam von Holger Badstuber. Und das fand ich irgendwie total krass. Also ich glaube, es gab vorher eine VfB-Ecke, deswegen waren die beiden Innenverteidiger vorne und die Ecke wird verteidigt. Aber dann flankt Holger Badstuber von links in den 16er und Ned Phillips schließt relativ gefährlich ab. Und das fand ich irgendwie total bezeichnend, weil dass Holger Badstuber sich irgendwie in Offensivbemühungen einschaltet, ist jetzt auch eher exotisch. Und dass der andere Innenverteidiger auch noch vorne ist, das fand ich relativ cool. Aber hinten war das ein bisschen vogelwild und so meine Szene der ersten Halbzeit war dann kurz vorm Halbzeitpfiff, als auch wieder, glaube ich, Ganvula über links kommt und dann auch wieder Ned Phillips und Holger Badstuber irgendwie ausspielt und den Ball eigentlich nur noch in die Mitte bringen muss, weil da halt sein Mitspieler steht, der komplett frei ist am Elfmeterpunkt. Jordi Osei-Tutu war das.
Ja, der gegen Wien total gut gespielt hat in der zweiten Halbzeit. Und dann ist halt Emiliano Insua da und stellt halt irgendwie ganz lässig den Fuß ran und fängt diesen Ball ab, weil der wäre halt, das wäre halt einfach das Tor für Bochum gewesen. Und das war so meine Defensivszene in der ersten Halbzeit, weil das muss eigentlich ein Bochumer Tor sein. Und dann steht halt der gute alte Insua da und ja, hält den Fuß rein, fängt den Ball ab und leitet den Gegenangriff ein. Aber das war irgendwie so eine Szene, da habe ich nochmal ein paar graue Haare bekommen. Kurz nochmal zu der Nummer Bartschuber-Phillips. In der vierten Minute war das, glaube ich, mit der herausgespielten Chance. Mir ist aufgefallen, dass in den letzten Spielen, vor allem in den letzten beiden Spielen, die Positionswechsel, ja, die uns ja damals fast schon verblüfft haben, als es losging mit der Zweitligasaison, etwas abgenommen haben. Also gerade dieses, der Innenverteidiger taucht plötzlich an der Eckfahne auf, ist ja fast gar nicht mehr da. Und offensiv sind die Verschiebungen auch nicht mehr so häufig, wie ich das zum Beispiel ja im Trainingslager oder bei Trainingsspielen gesehen habe. Glaubst du, Sebastian, dass sich Tim Walter da vielleicht auch so ein bisschen der neuen Situation in Stuttgart angepasst hat? Also ist das etwas, was er jetzt korrigiert hat, weil die Gegner dann doch defensiver gegen den VfB auftreten, als er das vielleicht dachte? Das ist was ich total gerne wissen würde. Ne? Also passt Tim Walter seinen Walterball an auf den VfB, auf die Gegner, oder ist das irgendwie nur dem Gegner geschuldet? Weil ich weiß noch, am ersten Spieltag gegen Hannover hatte ja hinten auch Kobel irgendwie zig Szenen, wo er den Ball irgendwie kurz gespielt hat und dann zurückbekommen hat, in Bedrängnis war der Stadion, hat geraunt. Und auch diese Situation, ne, diese klassischen Walterbälle vom Torwart, die sehen wir ja relativ selten. Und ich weiß auch nicht, hat Tim Walter sein Spiel angepasst und gibt es der Mannschaft so weiter? Passt die Mannschaft das selber an? Ist das ein natürlicher Prozess? Ich weiß es nicht und es würde mich total interessieren. Aber ich gebe dir recht, also diese krassen Positionswechsel sehen wir nicht mehr. Und auch beim Spiel von hinten raus ist es halt nicht mehr so krass wie noch am Anfang. Aber ja, ganz interessante Frage und ich weiß es nicht. Gut, wir werden es wahrscheinlich jetzt auch nicht auf die Schnelle herausfinden können, aber es ist auf jeden Fall auffällig. Es sei denn, Tim Walter ruft mal auf der STR-Mailbox an. Oh ja, das ist ein guter Moment, um die Nummer mal durchzugeben. 0711 für Stuttgart, 2528, haltet euch fest, 1604. Ja, dazu gibt's später mehr. Falls ihr auf Twitter, Facebook und Instagram nicht unterwegs seid, werdet ihr jetzt gerade vom Hocker oder weiß ich nicht, von wo ihr jetzt gerade runtergefallen seid, kommt ja drauf an, wo ihr gerade den Podcast hört, aber da gibt es fast schon skandalöse Erneuerungen bei der STR-Mailbox. Später mehr. Zurück zum Spiel. Und da ist mir noch was aufgefallen, das ich unbedingt ansprechen wollte. Nämlich, dass der VfB sehr, sehr häufig ins Abseits läuft. In diesem Spiel war es 8-mal, gegen Aue war es 9-mal. Dann habe ich natürlich gedacht, jetzt gucke ich mal nach, wie oft andere Mannschaften so im Durchschnitt ins Abseits rennen. Und dann findet man relativ schnell heraus, dass, glaube ich, so ja ein relativ hoher Wert 5, 6, 7-mal ist. Ja, also 8-9 ist schon dann richtig auffällig. Sind das jetzt einfach Abstimmungsprobleme aktuell, die man dann im Laufe der Saison abstellt? Oder, weiß ich nicht, liegt es an der Qualität der Stürmer, des Passgebenden? Vielleicht weiß der Philipp da Rat. Oh, gute Frage. für mich ist es, wenn dann eher noch so ein bisschen Abstimmungsding. Ich finde es ja schon mal positiv, dass wir ins Abseits laufen, weil ja, das ja auch irgendwo zeigt, dass wir mal nach vorne gehen. Das war ja jetzt in der Vergangenheit auch nicht immer so. Keine Ahnung. Also ich würde sagen, das sind sicherlich noch ein paar Abstimmungsprobleme, weil man hat es ja bei ein paar Szenen dann gesehen, dass da einfach noch irgendwie ja die Kommunikation vielleicht auf dem Platz nicht so optimal war oder auch der Blickkontakt teilweise gefehlt hat. Oder einfach so die Automatismen noch nicht so richtig gegriffen haben. Ich glaube nicht, dass es an der Qualität der Stürmer oder der Passgeber liegt. Also das ist ja insgesamt schon mal sehr positiv. Zumal man dann auch sagen muss, ich meine, wir feiern uns ja gerade immer ab, wie viel Pässe wir spielen. Von daher dürfen da auch mal ein paar nicht so ganz optimal sein, wenn es nach vorne geht und irgendwie auch vertikal geht und nicht immer nur in die Horizontale. Von daher, ja, ich glaube, dass es Abstimmungsprobleme sind. Die werden sich in der Saison noch geben, hoffe ich. Und dann werden wir da ja Tore sehen. Ich werde nächstes Mal darauf achten, wer die häufigsten Pässe spielt, die dann zu einer Abseitsposition des Passempfängers führen. Und gleichzeitig werde ich natürlich darauf achten, welcher Spieler am häufigsten im Abseits steht. Also dazu dann übernächste Woche mehr. Obwohl, ich werde mit Sicherheit beim Drei-Ligen-Cup auch diese Statistik weiter
beobachten können. Er musste ja noch einen Twitter-Account einrichten, OptaRicky. Ja, genau, da werde ich dann die aktuellen Ergebnisse rund um den Drei-Ligen-Cup werde ich alles aufschlüsseln für euch. Da freue ich mich. Laufleistung, Abseitsstellung, Pässe, Passquoten, alles. Gibt es eigentlich noch Tickets? Weiß ich gar nicht. Ich habe nämlich keins. Aber mal gucken. Wann ist denn der Drei-Ligen-Cup eigentlich? Ich glaube, hier noch im Urlaub, oder? Das ist jetzt eigentlich, am Wochenende, oder? Ja, genau. Aber ich kann nicht. Ich bin leider Gottes verhindert und muss den Drei-Ligen-Cup dann via Twitter mitverfolgen. Ja, es bricht mir das Herz. Ich möchte noch über Insua sprechen, der nach langer, langer Zeit endlich mal wieder ein Pflichtspiel für den VfB absolvieren durfte. Das letzte Pflichtspiel von Insua, fand statt am 34. Spieltag der abgelaufenen Bundesliga-Saison auf Schalke. Das heißt, in den Relegationsspielen kam er nicht zum Einsatz und dann war er ja auch verletzt in der Vorbereitung. Und Borna Sosa konnte sich erstmal den Platz auf der linken Seite sichern. Ich für meinen Teil fand Insuas Auftritt eher ein bisschen unglücklich. Ich fand ihn nicht jetzt besonders schlecht oder so, aber gerade in der Defensive meiner Meinung nach oft mit Fehlern, wirkte nicht ganz so eingebunden, wie das sonst Sosa war. Es gab in der 84. Minute eine Offensivaktion von ihm, da war er ein bisschen eigensinnig, hätte vielleicht einen Mitspieler anspielen können, dann hätte der VfB da den Sack zumachen können, wie man so schön sagt, das 3-1 schießen können. Also insgesamt war ich mit Insuas Auftritt nicht ganz so zufrieden. Philipp, wie siehst du es, ist der Kampf auf der linken Seite jetzt spannend oder siehst du Borna Sosa da auch ein Stück weit vorne im Vergleich zu Emiliano Insua? Ja, also ich würde es eigentlich ähnlich sehen wie du. Ich sehe Borna Sosa im Moment einen Tick vorne. Technisch versierter, ein bisschen schneller. Auch irgendwie ein bisschen aktionsschneller. Ich kenne den Emiliano noch. Ist einer von zwei Spielern, die ich noch kenne. Mhm. Er ist eigentlich schon ein ambitionierter Spieler und ist auch schon sehr, sehr verbissen, aber hat jetzt nicht den glücklichsten Tag gehabt, sage ich mal. Und ich glaube, dass Borna Sosa da schon noch so ein bisschen Vorteil oder im Vorteil ist aktuell und wieder spielen wird. Ja, da bin ich gespannt, wie das dann in Regensburg aussehen wird. Und Sebastian, an dich die Frage. Atakan Karasor wurde von uns schon so ein bisschen angezählt. Du hast ihn sogar auf die Bank gesetzt bei deinem Startelf-Tipp. Man muss jetzt sagen, zu Unrecht, denn das Spiel gegen Bochum war definitiv seine stärkste Pflichtspielpartie bislang für den VfB. Siehst du wahrscheinlich ähnlich. Ja, es war okay, aber jetzt auch nicht. Es war okay, aber es war auch nicht überragend. Also, wie gesagt, so nach der ersten Halbzeit im Analyseblick muss ich sagen, das war okay. Startelf-Einsatz gerechtfertigt, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, der muss immer und überall spielen und noch viel mehr und so weiter. Vielleicht bin ich auch einfach kein. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen voreingenommen wegen dieser Askasiba-Sache mit dem Trikot und dass der Karasor ihm den Platz wegnimmt und so weiter. Ich bin da befangen, glaube ich. Ja, ich kann es nachvollziehen. Das ist halt einfach mit deinem Liebling im Kader, der Santi. Und da musst du natürlich versuchen, jetzt hier über den Podcast auch ein bisschen Stimmung zu machen. Absolut, genau. Ich mach jetzt Stimmung. Ja. Ich fand Karasor vor allem in Sachen Ballgewinn richtig stark. Überhaupt die ganze Mannschaft hat da brilliert, möchte ich fast schon sagen. Es gab auch noch eine Statistik, die ich erwähnenswert finde. Und zwar haben wir 78% der Tacklings gewonnen. Ja, das ist auch ein sehr hoher Wert, ein sehr guter Wert. Also deutet auch darauf hin, dass die Mannschaft gut im Saft steht, wenn man so sagen kann. Also einfach, ich denke mal, so kann man es stehen lassen. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Insgesamt vielleicht auch noch ein paar andere Zahlen. 17-12 Schüsse gab es, davon 4-4 aufs Tor. Also 17 für uns, 12 für Bochum, ist schon klar. 12-mal wurde von innerhalb des Strafraums der Abschluss gesucht und 5-mal von außerhalb. Und da bin ich gleich beim Punkt, den ich auch unbedingt mal ansprechen wollte. Und zwar gab es nicht nur im Stadion, sondern auch auf der STR-Mailbox immer mal wieder Beschwerden, dass der VfB in aussichtsreichen Abschlusspositionen dann eben auch außerhalb des Strafraums nicht das Risiko wählt, sondern eher den Ball nochmal querschiebt. Philipp, ist dir das zu viel Querschieberei? Würdest du dir wünschen, dass der Abschluss dann doch zielstrebiger gesucht werden würde von dem einen oder anderen Spieler? Ja, im Großen und Ganzen wahrscheinlich schon. Das ist das, was ich vorhin gemeint hatte. Wir haben uns jetzt, also ich muss nochmal auf das Spiel von Aue zurückgehen, aber da haben wir uns gefeiert, wie viele Pässe wir spielen. Aber ich finde halt einfach, man hat ja jetzt gegen Bochum dann gesehen, dass du einfach mit weniger Pässen auch gefährlicher sein kannst. Mhm. Von daher würde es mir schon gefallen, wenn man da vorne auch ein bisschen mutiger war oder wäre. Das hat ja dann der Philipp Klemen eigentlich sehr gut gezeigt, weil das war einer, der hatte
ja immer irgendwie so ein bisschen diesen Drang zum Tor, egal von welcher Position aus. Und das hat mir sehr gut gefallen. Hat ja auch, ich müsste jetzt lügen, 2 oder 3 sehr gute Abschlüsse von außerhalb des 16ers. Wenn die noch ein bisschen platzierter kommen, dann ist es natürlich einfach Wahnsinn, was da dann geht. Und ich glaube, wenn man das schafft, also das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe, mit bisschen mehr Variabilität, wenn man schafft, wirklich auch schnelle Pässe zu spielen, aber auch ja aus anderen Positionen und vielleicht auch von außerhalb des Strafraums gefährlich zu sein, dann wird das richtig toll. Also dann macht das, glaube ich, richtig viel Spaß. Und ja, ich bin halt kein so ein Fan von einem Ball irgendwie ins Tor zu tragen, sondern deshalb wundert es mich auch ein bisschen, weil letztendlich immer vor der Saison gesagt wurde, die Spieler sollen Risiko gehen. Und für mich ist auch einfach mal Risiko von hinten drauf zu ziehen, wenn du das Gefühl hast, da kann wirklich was draus werden. Also nicht irgendwie jetzt blindlings draufhauen, sondern wirklich, wenn du wirklich das Gefühl hast, hey, das ist eine Chance, dann hau ich da mal drauf und gehe mal volles Risiko, auch wenn es dann eben nichts wird. Also da muss ich natürlich auch nochmal Tim Walters Aussagen, ich glaube, bei seiner Antritts-PK aufgreifen. Er hat ja klipp und klar gesagt, er möchte den Spielern helfen, bis ins letzte Drittel zu kommen. Und wenn es dann darum geht, die finale Entscheidungsfindung zu treffen, dann muss das von jedem Spieler beziehungsweise natürlich von diesem Mannschaftsteil dann selber kommen. Also ich habe Tim Walter so verstanden, dass er den Spielern jetzt nicht vorschreibt, nochmal quer zu legen und nochmal quer zu legen, sondern das entscheiden die Spieler dann einfach ja für sich. Also offensichtlich scheint es dann in diesen Momenten keinen Spieler zu geben, der wirklich den Mut hat, mal drauf zu zimmern. Was mich auch wundert, weil Didavi hat einen supergeilen linken Schuss. Clement hast du schon angesprochen, der kann das sehr gut. Und ich denke mir, dass dann vielleicht auch mal ein Stenzel, der das schon gezeigt hat, einen guten Abschluss hätte. Also das fehlt mir definitiv, dass man hier häufiger mal das Risiko sucht und vielleicht dann auch so ein bisschen Glück hat. Ja, ein Spieler hält einen Fuß rein, es gibt eine Ecke oder er wird halt abgefälscht, geht ins Tor oder so. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Ja, aber vielleicht kommt das dann mit der Zeit. Müssen wir mal gucken. Man hat oftmals so ein bisschen das Gefühl, ich sage mal, in Schönheit zu sterben. Mhm. Und das ist dann eben nicht so das, was ich so ganz toll finde, sondern wie gesagt, ich bin auch da eher, geh mal das Risiko. Und wenn es dann nichts wird, wird es halt nichts. Aber ja, ich glaube, das kommt noch alles. Und wie du gesagt hast, der Dida kann das ja ganz gut. Der Philipp Clement, wie gesagt, ich bin total begeistert, wie er das gemacht hat gegen Bochum und freue mich, wenn da mehr von kommt. Und ich glaube, dass du dann wirklich so in diesem letzten Drittel eine richtig, richtig gefährliche Mannschaft werden kannst. Einen Spieler möchte ich auch noch ganz kurz erwähnen. Das ist Gonzalo Castro, der an sich ja wirklich ganz solide spielt in der zweiten Liga. Was mir bei Gonzalo Castro aktuell oder nicht nur aktuell, sondern auch schon letztes Jahr gestört hat, ist aber, dass er irgendwie kein so ein richtiger Impulsspieler ist. Also man hat das Gefühl, Castro spielt gut, wenn die Mannschaft gut spielt und Castro spielt schlecht, wenn die Mannschaft schlecht spielt. Und für mich war das im Spiel gegen Bochum wirklich großartig, fast schon mitzuverfolgen, wie seine Auf- und Abs innerhalb eines Spiels einhergehen mit den Auf- und Abs der kompletten Mannschaft. Also sprich, in den Momenten, wo es beim VfB nicht gut lief, und das ging ja dann schon ab der 25. Minute los, als Bochum immer mehr Chancen bekommen hat, hast du auch von Gonzalo Castro relativ wenig gesehen. Und auch in der zweiten Halbzeit, als das gesamte Spiel zwar so ein bisschen verflachte, aber auch vom VfB im Vergleich zu den ersten 25 Minuten relativ wenig kam, konnte Castro halt auch nicht jetzt wirklich Impulse setzen. Ich frage mal den Sebastian, jetzt haben wir ja mit dem Förster jemanden dazu bekommen, der durchaus diese Position einnehmen kann, die aktuell von Castro bekleidet wird. Siehst du da Handlungsbedarf, dass Tim Walter da vielleicht dann auch mal überlegt, ob Castro so gesetzt ist, wie er gesetzt zu sein scheint? Also zuerst einmal kann ja auch Santiago Ascacibar die Position von Castro spielen. Wir haben schon verstanden. Castro ist halt schon ein Phänomen, ne? Weil der spielt mit Leverkusen Champions League, der spielt Nationalmannschaft, er spielt mit Dortmund, glaube ich, noch Champions League. Dann spielt er mit VfB Bundesliga, jetzt spielt er mit VfB Zweite Liga und er fällt halt irgendwie nie besonders negativ oder positiv auf. Muss ich kurz einschränken. Also negativ ist er in der letzten Saison schon das ein oder andere Mal aufgefallen, ja, muss man sagen. Okay. Ja, muss man festhalten. Aber er bemüht sich nicht aufzufallen. Und ja, vielleicht haben wir da auch in unserem riesigen Kader dann vielleicht einen Spieler, der auf der Position halt dann doch irgendwie den Drang hat, positiv aufzufallen. Zum Beispiel Santiago Ascacibar oder irgendjemand anders. Also nee, aber da hast du natürlich schon recht. Also einen Spieler wie Gonzalo Castro müsst ihr einen anderen Anspruch haben. Zumindest in der zweiten Liga. Also er ist ein Champions-League-Spieler, Nationalspieler und er schwimmt halt irgendwie immer so mit. Und das ist auch
nach meinem Dafürhalten vielleicht ein bisschen zu wenig. Ja, also ich sehe es auf jeden Fall so, dass es zu wenig ist. Er ist zum einen nicht der Schnellste, okay, daran werden wir jetzt kurzfristig nichts mehr ändern können. Das ist letzten Endes so. Er spielt natürlich einen hervorragenden Pass und hat eine tolle Übersicht und so, das funktioniert schon relativ gut. Aber ja, ich würde mir von so einem Spieler halt in diesen wichtigen Momenten, die wir jetzt ja auch gegen Bochum zu überstehen hatten, ja, würde ich mir dann ein bisschen mehr Impuls wünschen. Ja, also Dida ist auch nicht der Spieler, der dann da wirklich ein Zeichen setzen kann durch besondere Aktionen. Also theoretisch könnte er es, aber er hat es schon lange nicht mehr getan. Also es sind diese Aktionen, wo du wirklich mit der Zunge schnallst, die sind dann doch zu wenig. Natürlich, wie er den Ball verarbeitet nach Clemens Zuspiel, ist schon herausragend, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach so ein Silas-Moment im 16er. Den würde ich mir wünschen, eben von Didavi und von Castro würde ich mir auch noch ein bisschen mehr erhoffen. Also da ist schon noch Steigerungspotenzial da oder beziehungsweise ist es einfach noch Luft nach oben. So möchte ich es fast abschließend hier bewerten. Eins will ich ja, dann vor allen Dingen musst du ja, wenn ich kurz eingrätschen darf, du musst ja auch schon so ein bisschen fragen nach der Hierarchie in der Mannschaft. Ne? Also jetzt spulen wir mal irgendwie 20 Spieltage vor und es geht halt hoffentlich um Aufstiegskampf und du bist vielleicht dann irgendwie nur Dritter oder Vierter oder doch Zweiter. Also wer führt die Mannschaft? Ne? Also Kempf, okay, ist aktuell verletzt, aber Gomez sitzt auf der Bank. Also wer ist halt auf dem Platz? Und gibt das Kommando, ne? Du hast halt Didavi und du denkst, ist er also ein richtiger Führungsspieler? Weiß man nicht. Du hast halt Castro, weiß man auch nicht. Dann hast du hinten halt Badstuber, der ist sicherlich meinungsstark, aber das fehlt mir auch so ein bisschen. Also wie so abseits vom Sportlichen auf die 90 Minuten bezogen, so die Hierarchie in der Mannschaft ist. Also wer gibt da das Kommando? Und eigentlich sollten Leute wie Didavi und Castro, die derzeit gesetzt sind, da vorangehen. Aber das sehe ich halt aktuell auch noch nicht so. Und da bin ich echt gespannt, wie sich das so über die Saison entwickelt. Also wer da der Opinion Leader ist im Team. Philipp, wie siehst du es? Du hast ja Daniel Didavi auch kennenlernen dürfen. Ist das jemand, der Verantwortung übernehmen kann auf dem Platz, der ein Leader sein kann? Und ja, anschließend die Frage dann noch, die Sebastian aufgegriffen hat. Wer sind denn die Leader neben dem Kapitän Marc-Oliver Kempf im Team? Also ich sehe es ähnlich wie der Sebastian. Das ist im Moment noch ein bisschen schwer. Fällt noch nicht so oder es kristallisiert sich noch nicht so wirklich raus. Ich glaube, dass der Karasor einer wäre, der das sein sollte oder machen sollte, weil er eben eine sehr wichtige Position auch hat und diese Impulse geben kann. Ich glaube, dass der Marc-Oliver Kempf schon jemand ist, der Leader werden kann und sein kann. Also ich halte sehr viel von ihm, was ich so bisher gesehen habe und mitbekommen habe, ohne ihn jetzt wirklich zu kennen. Der Daniel Didavi, glaube ich schon, dass er das kann. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ihm auch diese Kapitänsbinde irgendwie gut getan hat, die letzten Spiele, also dass ihm das irgendwie so ein bisschen Auftrieb gegeben hat, weil er ist so, wie ich ihn kennengelernt habe, schon eher ein ruhigerer Typ, ein besonnener Typ letztendlich, aber ich glaube schon, dass der da auf jeden Fall so eine Leaderfigur geben kann, aber ich glaube, dass sich das im Laufe der Saison tatsächlich eher in Richtung Marc-Oliver Kempf bewegen wird und impulstechnisch hoffe ich, dass da der Karasor noch ein bisschen auftaut. Ich fand, jetzt in diesem Spiel hat er gegen den Ball sehr, sehr gut gearbeitet. Aber so, dass das nach vorne fehlt mir noch so ein Tick irgendwie. Was mir bei Dida aufgefallen ist, dass er vor allem in Interviews irgendwie so ein bisschen lebhafter wirkt. Weil ja gerade in der letzten Saison, gut, da ging es ihm auch nicht so besonders, wirkte er doch schon immer sehr introvertiert und also das wirkte jetzt nun überhaupt nicht wie ein Leader. Und da gebe ich dir absolut recht, seitdem er Kapitän ist, also in den letzten beiden Spielen, wirkt das dann doch etwas lebhafter. So möchte ich es mal ausdrücken. Ich möchte noch kurz die Defensive ansprechen, weil ich glaube, wenn wir dazu nichts sagen, dann wird es definitiv einen Kommentar dazu geben, warum wir nicht abfällig darüber gesprochen haben, wie leicht die Gegner zu Chancen kommen gegen uns. Das ist ja schon auffällig, ja, dass wir immer wieder die Probleme haben, dass wir so 2-2, 3-2, manchmal auch 1-2, also ich meine damit jetzt unsere Seite, steht dann hinten mit einem Abwehrspieler gegen zwei offensive Gegner. Diese Situationen sind relativ häufig. Sebastian, wie siehst du es? Ist das jetzt wirklich nur ein Systemproblem oder liegt es dann vielleicht doch auch daran, dass ein Holger Badstuber zu langsam ist oder Ned Phillips vielleicht noch nicht die Erfahrung hat, die man vielleicht auch noch gar nicht haben kann in seinem Alter mit so wenigen Profi-Einsätzen? Wo siehst du da das Problem, dass wir so häufig in diese
dann doch gefährlichen Situationen geraten? Gut, klassische Antwort, es liegt an beidem. Ne? Also wenn du einen Holger Badstuber aufstellst, dann hast du natürlich das Risiko, dass er von schnellen Zweitligastürmern überlaufen wird, gar keine Frage. Aber im Gegensatz hat er natürlich dafür auch irgendwie die absolute Ruhe am Ball. Also ich habe es dann auch im letzten Heimspiel gesehen, wenn er halt dann irgendwie dem gegnerischen Mittelstürmer im eigenen Strafraum dann irgendwie den Ball abknöpft und den irgendwie dann seelenruhig nach vorne spielt, das ist halt schon relativ beeindruckend. Also ja, Personal, ja, Holger Badstuber, du hast halt ein bisschen Risiko, du hast auch viele Vorteile. Ich denke, das passt. Ja, und ich glaube schon, dass es halt so ein bisschen systemimmanent ist, dass du halt hinten ein hohes Risiko gehst. Und ich glaube, wir waren ja alle vor der Saison eigentlich darauf eingestellt, dass wir unsere Spiele dann unter Tim Walter hoffentlich dann irgendwie mal mit 4-3 und 5-4 gewinnen. Und jetzt schießen wir halt relativ wenig Tore, bekommen aber auch relativ wenig Tore. Und ja, um einen kleinen Vorgriff auf die Mailbox zu wagen. Also wir sehen gerade zorniger Fußball mit Korkut-Ergebnissen. Und also ich persönlich kann damit leben. Ja, das war für mich das großartigste Zitat, das bislang jemals auf der Mailbox abgegeben wurde. Absolut, ja. Ja, natürlich wieder aus Birmingham vom Karl, der uns wirklich viel Spaß macht. Also allein dafür hat sich die Mailbox gelohnt. Ja, Philipp, an dich die Frage, wie vorhin schon im Sturm, wer ist momentan für dich so das ideale Innenverteidiger-Pärchen beim VfB, vorausgesetzt alle sind gesund? Also gut, klar, Kaminski rechnen wir jetzt einmal raus, der wird frühestens dann zur Rückrunde wieder fit sein, aber ja, wenn Kempf dann in 2 Wochen wieder einsatzfähig ist, wen siehst du da momentan vorne in der Innenverteidigung? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, also ich möchte da überhaupt nicht in der Haut von Tim Walter stecken, weil das ist wirklich so, das sind die Positionen, wo ich mich ganz schwer tue, eine Entscheidung zu treffen oder wo ich mir schwer tun würde. Also ich finde, der Holger Badstuber macht einen super Job. Was mir an ihm sehr gefällt, ist, also spätestens seit der Relegation bin ich wirklich wieder richtiger Fan. Und ich glaube auch, dass es so eine Sache ist, du hast dieses Gefühl, ja, Tim Walter hat irgendwann mal gesagt, verlieren muss wehtun. Und du hast das Gefühl, dass Holger Badstuber körperliche Schmerzen hat, wenn sie verlieren. Ja, ich glaube schon, also, wenn er einfach nur einen Ballverlust hinnehmen muss, ist ja, der schon auf 180. Ist so, ja, ist unglaublich brutal, was für eine Power und Motivation da drin steckt. Also von daher, das schätze ich sehr, auch die Ruhe am Ball. Von Nat Phillips war ich auch sehr, oder bin ich auch immer noch sehr überzeugt, also bin ich sehr überrascht auch. Das war jetzt halt ein Spiel, ja gut, da muss man mal drüber wegsehen, hat nicht jeder immer den besten Tag. Das gegen Bochum war sicherlich nicht die Bestleistung. Er hat aber auch schon gezeigt, dass es besser geht. Auf der anderen Seite, wenn natürlich ein Marc-Oliver Kempf wieder zurückkommt als Kapitän, der ist dann irgendwie halt auch für mich gesetzt. Und dann wird es halt schon richtig schwierig. Also ich tue mir da wirklich in der Innenverteidigung wahnsinnig schwer und sehe das eigentlich schon als Luxusproblem an, was wir da letztendlich haben. Also ja, keine Ahnung. Da möchte ich mich echt zurückhalten. Also ich tue mich da auch ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sein, weil du findest halt für Nat Phillips gute Argumente, aber auch für Holger Badstuber. Allein die Passquote wieder an diesem Spieltag, glaube knapp 100%, das ist schon herausragend. Viele Ballkontakte, einfach eine brutale Sicherheit. Sebastian, du hast es ja gerade auch nochmal schön ausgeführt. Deswegen gebe ich die Frage mal an dich weiter. Wen siehst du denn da neben Marc-Oliver Kempf, weil der dürfte gesetzt sein, wenn er fit ist. Ja, also ich mit Kempf, Badstuber wäre ich total zufrieden. Also ja, dann hin und wieder vielleicht Abucha irgendwie nochmal reingeworfen. Ja klar, Nat Phillips auch gut, aber er ist halt relativ spät gekommen und war ja schon so ein bisschen eine Notlösung. Und ich habe es auch echt vergessen, wie seine Vertragsmodalitäten sind. Also ich glaube, selbst wenn er Jetzt ist der Sebastian wieder weg, oder? Jetzt ist der Sebastian wieder da. Du warst gerade ganz kurz im italienischen Nirvana. Kannst du nochmal wiederholen, ja, was du gesagt hast? Ich sagte, also ich sehe Kempf und Badstuber in der Innenverteidigung und dann vielleicht auch mal so Avuja als Perspektivspieler. Das haben wir noch gehört, ja. Und dann fragte ich euch, wie es denn mit den Vertragsmodalitäten von Nat Phillips eigentlich ist, weil der ist nach einem Jahr eigentlich wieder weg, oder? Genau, oder genau. Nicht? Da gibt es keine Kaufoption oder Verlängerung. Der ist weg. Aber ich kann dir noch ganz kurz sagen, was Jürgen Klopp über Nat Phillips gesagt hat. Vielleicht hilft das noch so ein bisschen weiter in Sachen Entscheidungsfindung für dich. Und zwar sagte Jürgen Klopp über Nathaniel Phillips, er bringt alles mit, was es braucht, um ein herausragender Innenverteidiger zu sein. Er setzt seine körperlichen Vorteile gut ein. Er ist stark und flink.
Aber er hat auch großartige Fähigkeiten am Ball und ist bestrebt, jederzeit die richtigen Dinge zu tun. Tonnenweise Mut, lernwillig, kann das Spiel lesen. Mir fallen nur positive Dinge zu ihm ein. Das ja, aber das ist ja wieder das Ding. Aber genau, klingt super, aber trotzdem, er ist halt im nächsten Jahr dann wieder weg, während wir einen Abuja noch haben. Und dann würde ich sagen, hey, dann zieh den irgendwie hoch, dass der halt irgendwie the next Holger Badstuber ist und nicht Ned Phillips. Also der ist gut, den in der Hinterhand zu haben, aber langfristig, perspektivisch bringt er uns ja nicht weiter, wenn er dann wieder weg ist. Das ist eine interessante Diskussion, das stimmt. Ich wollte jetzt eigentlich mit dem Klopp-Zitat dir eine Brücke bauen, dass du sagst, okay, der braucht halt einfach Minuten, um diese... Nee. Ich erinnere mich an, hieß er Antonio? Rüdiger? Ich weiß nicht, also, nein, Makeda. Kam von Manchester United auf Leihbasis und dann war der verpflichtet auf Leihbasis für eine Rückrunde und ich sehe immer, der braucht noch Zeit, nee, der muss noch trainieren, der braucht noch Zeit und dann war die Saison rum, ich glaube, er hat so gut wie nie gespielt und dann war er wieder weg, ne? Also das ist halt irgendwie, so eine Saison ist wahnsinnig kurz und Ned Phillips bringt uns halt langfristig nicht weiter und wenn ich halt dann Innenverteidiger habe, die ich langfristig verpflichtet habe, würde ich sagen, bringe ich lieber die, wobei ich auch überhaupt gar keine Antipathien gegen Ned Phillips habe. Also wenn er der Beste ist, dann soll er spielen. Aber grundsätzlich Kempf, Badstuber, Abuja. Also wir wollen es jetzt hierbei mal belassen bei der Rückschau zum Spiel gegen Bochum, weil wir ja vorhin dann auch schon ein bisschen mit Philipp über ja andere Dinge gesprochen haben. Sonst wird das hier wieder zu ausführlich. Also ihr merkt, ich habe jetzt hier nicht jede Situation analysiert und ich glaube, das ist auch ein Zukunftsmodell hier bei STR, dass man da nicht mehr ganz so detailliert auf jede Aktion eingeht und das Ganze vielleicht dann eher so abhandelt, wie wir es jetzt heute getan haben. Gut, ist noch irgendwas zum Spiel Bochum nachzutragen, Philipp, Sebastian, oder haben wir eigentlich alles soweit besprochen, oder? Ich denke, das war alles gut. So, dann möchte ich noch ganz kurz auf ein Interview zu sprechen kommen, das Felix Zweier gegeben hat. Ich weiß, das ist jetzt schon wirklich lange her, das Spiel gegen Aue, aber ja, es sorgt ja dann doch für eine Menge Aufregung und wird auch den VfB Stuttgart nochmal beschäftigen, denn es geht natürlich um Tim Walters Äußerungen, die er auf der PK nach dem Spiel in Aue getätigt hat. Auch darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen und wir haben auch erzählt, dass der DFB eine Stellungnahme von Tim Walter einfordert und er deutet vieles darauf hin, dass Tim Walter ja wahrscheinlich eine Geldstrafe bezahlen muss für ja seine schlimmen Äußerungen in Richtung Schiedsrichter. So, und eben jener Schiedsrichter, Felix Zweier, hat den Stuttgarter Nachrichten ein Interview gegeben und hat so ein bisschen über die Entscheidungen gesprochen, über die strittigen Entscheidungen und die wollte ich jetzt nicht vorenthalten. Es geht mal damit los, also ich werde jetzt einfach ein paar Zitate vorlesen und wir können dann so ein bisschen darüber sprechen, wie sich Felix Zweier zu Tim Walters Äußerungen, PK-Äußerungen wiederum geäußert hat. Er meinte, ich habe in diesem Geschäft schon ganz andere Dinge erlebt, ich bin nicht nachtragend, sagt Felix Zweier zur Äußerung von Tim Walter. Allerdings wünschen wir Schiedsrichter uns, dass ein Trainer den ein oder anderen Vorgang eines Spiels spätestens mit etwas Abstand objektiver bewertet. Jeder Spieler und Trainer soll seine Individualität ausleben können. Was mir aber wichtig ist, ist, dass man mehr Verständnis für die jeweilige Aufgabe entgegenbringt. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Also Herr Zweier ist nicht nachtragend, da sind wir aber alle froh. Wir übrigens schon, also wir erinnern uns noch sehr gut an die 300 Euro, die du damals angenommen hast. Wir sind da noch ein bisschen nachtragend und natürlich auch in Bezug auf dieses Spiel in Aue und das ein oder andere Spiel, das schon in der Vergangenheit liegt. Was ich auch noch ganz kurz mit aufgreifen muss, ist der großartige Alex Feuerherd von den Colinas Erben, die, glaube ich, auf einen Tweet von euch, Sebastian, reagiert haben. Ihr wolltet mal von den Jungs wissen, wie es eigentlich aussieht mit der Elfmeterentscheidung und mit der Argumentation, die Felix Zweier geliefert hat, die ich jetzt kurz vorlese. Ja. Er meinte, ein Twitter-User, der auch in meiner Timeline ist, fragte Colinas Erben, dann in Persona von Alex Feuerherd, was er denn zum nicht gegebenen Elfmeter in Aue sagt und dann sagt er, naja, er möchte halt gerne mehr sehen als nur diese eine Szene, sondern aus verschiedenen Perspektiven und ich habe mir dann die Mühe gemacht und habe es ihm dann, das darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen, weil dann werde ich irgendwie angeklagt wegen Du warst es ja auch gar nicht.
Man weiß es nicht. Also irgendjemand hat mit dem irgendjemand in unserem 100-köpfigen Team hat dann die Szene aus VfB-TV irgendwie rausgeschnitten in allen möglichen Perspektiven, hat es dem Alex Feuerherd geschickt und der hat sich dann so geäußert, wie du jetzt äußern möchtest. Okay, also er meinte folgendes: Risuto, das war der Spieler, der das vermeintliche Foul begangen hat, kommt einen Tick zu spät und trifft deshalb nicht den Ball, sondern González deutlich am Fuß. Soweit hat es ja eigentlich auch jeder mitverfolgen können. Aus meiner Sicht, sagt Alex, ein strafwürdiger Einsatz und ein Fall für eine Review-Empfehlung. Zweier sagte, für ihn sei die Sache nicht klar und nicht eindeutig genug gewesen. Das hätte ich verstehen können, wenn es nur um den Kontakt im Oberschenkelbereich gegangen wäre. Das Fußvergehen scheint mir jedoch deutlich und auch ursächlich für González Sturz. Also relativ klare Positionierung von Alex Feuerherd. Man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht irgendwie nur ein Twitter-User, der sich überlegt hat, mal Schiedsrichterentscheidungen zu kommentieren, sondern Alex Feuerherd ist selber Schiedsrichter bzw. war Schiedsrichter und ist, glaube ich, jetzt ausbildend tätig, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, oder? Weißt du das genau? Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass der Alex ein sehr netter Typ ist und das, was er sagt, ist auf jeden Fall richtig. Das ist richtig und dass er ein netter Typ ist, reicht auch aus, um ihn hier Glauben schenken zu dürfen. So, Felix Weyer hat sich zu der Elfer-Situation ja auch geäußert. Alex hat das schon so ein bisschen angedeutet. Ich möchte das Zitat trotzdem noch kurz vorlesen. Wir haben hier einen frei springenden Ball und zwei Spieler, die in absolut fußballtypischer Weise versuchen, diesen zu erreichen. Dabei bin ich nach wie vor der Meinung, dass auch beide Spieler an den Ball kommen. Das ist schon eine sehr exklusive Meinung, Herr Zweier. Danach erfolgt ein Kontakt, der aus meiner Sicht aber nicht übermäßig hart ist. Ja, schaut euch die Szene nochmal an und bewertet selber. Also das ist letzten Endes die Entscheidung, um auf Strafstoß zu entscheiden, bedarf es da mehr Eindeutigkeit, sagt er noch, weil dies ein sehr gravierender Eingriff ins Spiel geschehen ist. Ja. Die Klarheit. Natürlich ist ein Elfer ein gravierendes Eingreifen ins Spiel geschehen, aber man müsste sich die Szene ja wirklich mal so Frame by Frame angucken und ich glaube, das nachträgliche Angerempel vom Auer-Verteidiger gegen González ist auch wirklich kein Elfmeter. Aber vorher gibt es halt einfach den Tritt Richtung Knie und das ist halt ein klarer Elfmeter. Ne? Und ich verstehe halt nicht, und selbst wenn halt der Herr Zweier sagt, für mich ist es kein Elfer, dann müssen doch die Hansel in Köln irgendwie sagen, also guck's dir mal an. Ne? Da, und wenn dann immer noch sagt, es war keiner. Da sagt schwierig. Der Zweier über den Video Assistant Reverie, Herr Kempter, der da im Kölner Keller saß, er hat einen ausgezeichneten Job gemacht, weil er genau das getan hat, was von einem Video Assistant erwartet wird. Ja, das ist das Zitat. Er hat einen ausgezeichneten Job gemacht, weil er genau das getan hat. Also es wurde, glaube ich, danach auch überliefert, dass Herr Kempter sehr wohl kurz Kontakt aufgenommen habe zum Herrn Zweier und sich beide einig waren, dass das alles okay ist soweit. Und man da nicht nochmal prüfen muss. Und das fehlt mir halt ganz grundsätzlich jetzt beim Videobeweis. Also in der jetzt mal konkret in der Szene möchte ich ja, wenn ich es im Fernsehen sehe und auch wenn ich im Stadion sitze, möchte ich wissen, sagt der Videoschiedsrichter, Zweier, guckst dir an und der Zweier sagt, nee, mach ich nicht. Oder sagt der VAR gar nichts. Also, und diese Transparenz, die fehlt halt völlig. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass die Entscheidung scheiße für den VfB war. Aber ich weiß nach wie vor nicht, wie die Entscheidungsfindung gelaufen ist. Ich weiß nach wie vor nicht, hat sich Köln gemeldet? Haben die sich nicht gemeldet? Hat der Zweier gesagt, okay, ihr meldet euch, ich sehe es anders. Ne? Und das wissen wir nach wie vor nicht. Und das finde ich halt total schrecklich. Also, wenn du den VAR machst, dann musst du halt wirklich transparent machen und nicht nur für die Leute vom Fernseher, sondern auch für die Leute im Stadion, was nach wie vor nicht funktioniert. Aber so, wie es aktuell abläuft, ist es halt nach wie vor einfach völlig indiskutabel. Für mich jedenfalls. Philipp, Frage an dich. Wie bist du bislang zufrieden mit die Einführung des Video Assistant Referees? Bist du Befürworter oder findest du es eher schwierig? Ich bin grundsätzlich ein Befürworter. Ich finde es gut. Ich sehe es aber wie der Sebastian. Es muss sehr viel transparenter sein. Ich finde vor allem auch, dass sich auch ein Schiedsrichter eine Kritik
Kritik ausgesetzt oder einer Kritik ausgesetzt sein darf. Also spätestens seit dieser Saison, wenn der Schiedsrichter gelbe Karten an einen Trainer verteilen darf, muss es auch möglich sein, in irgendeiner Weise nachzuvollziehen, was der Schiedsrichter tut. Und für mich war das ein ganz klarer Elfmeter. Ich würde mal jetzt sagen, okay, vielleicht hat der Herr Zweier das auf dem Platz nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie hier gestanden ist, keine Ahnung, das mag alles schön und gut sein. Spätestens im Videokeller muss das gesehen werden. Also ich sehe es auch so, diese Geschichte mit der Hüfte, okay, da sind beide irgendwo in gewisser Weise ineinander reingesprungen, aber der Kontakt zuvor war einfach das Problem. Und dann finde ich es einfach nur sehr schwach, wenn man dann als Schiedsrichter oder auch als, ja, oder jetzt in dem Fall nur als Schiedsrichter im Nachhinein hinsteht und nicht auch mal sagen kann, okay, da haben wir einfach Blödsinn gemacht, das war einfach doof, und dass man da nicht auch mal zu Fehlern stehen kann, weil irgendwo erwartet man das immer auch von Trainern, dass sich jetzt, keine Ahnung, Tim Walter rechtfertigt und entschuldigt für irgend so eine dämliche Bemerkung, aber dann muss doch auch irgendwo, keine Ahnung, das für Schiedsrichter auch gelten. Also ich finde es äußerst unglücklich, für mich war es ein klarer Elfmeter. Ich denke mal, wenn das kein Elfmeter war, was dann? Und wenn das Köln nicht sieht, dann zweifle ich das Ganze halt irgendwo auch an. Und wenn dann eben auch noch gleichzeitig überhaupt keine Transparenz da ist für die Zuschauer, ja, dann ist es für mich reine Willkür. Und man hat es ja auch gesehen, überhaupt an diesem Spieltag, auch in der Bundesliga, Schalke, da ging's ja ähnlich. Also das tut mir da wirklich leid, das kann ich ja nicht mehr nachvollziehen. Ja, also da ist auf jeden Fall noch eine Menge Luft nach oben, um hier nochmal einen Satz aufzugreifen, den ich vorhin schon mal verwendet habe, aber es ist halt leider Gottes so. Es gibt natürlich dann auch noch die Szene mit der gelb-roten Karte für Borna Sosa, die Felix Zweier ja nachträglich nochmal angeschaut hat und dann auch zu einer anderen Bewertung kam, und zwar meinte er, man muss sie nicht zwingend geben. So, jetzt habe ich mir überlegt, also ihr könnt euch ja noch an die Situation erinnern von Borna Sosa. Da ist es ja schon so gewesen, dass es einen Kontakt gab. Es war eine Schwalbe, sind wir, denke ich mal, alle einer Meinung, oder Philipp? Dich habe ich dazu natürlich noch nicht befragt. Zu 100%. Also, okay. Aber das es gab die Berührung. Das ist für mich die Karte aus Dummheit. Ja. Kann ich auch mitgehen? Ja, also wenn du gelb hast, dann hör auf mit so einem Mist. Vor allem, wenn die Situation, die ja entstehen würde, wenn du einfach weiterläufst, deutlich vielversprechender ist, als ja einfach jetzt hier eine Schwalbe zu versuchen. Aber auf was ich zu sprechen kommen wollte, was ich mir überlegt habe, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn der Video Assistant Referee der Meinung gewesen wäre, ey, schau es dir nochmal an, und der Zweier sagt dann, ja, okay, es gibt den Kontakt am Knie, es muss dann doch einen Elfmeter geben. Dann hätte man Borna Sosa trotzdem vom Platz stellen müssen, weil man darf ja diese gelb-rote Karte nicht nachträglich durch einen Video Assistant Referee aberkennen. Da habe ich mir überlegt, das ist doch ein Fehler im System. Oder habe ich da was missverstanden? Weil du darfst ja gelbe Karten nicht zurücknehmen, und die dürfen auch nicht vom Video Assistant Referee nachträglich zur Überprüfung gestellt werden. Das heißt, hätte es tatsächlich jetzt einen Elfmeter gegeben, wenn man ja zur Erkenntnis kommt, es ist dann doch ein richtiges Foul, das wäre ja möglich gewesen, hätte der VfB Elfmeter bekommen und Borna Sosa wäre trotzdem vom Platz geflogen. Das zeigt nochmal, wie absurd dieser Video Assistant Referee ist, und gerade wenn es dann um gelb-rote Karten geht. Oder? Ja gut, das Ding hat ja sowieso relativ viele Fehler im System. Also es gab es ja zum Glück in Deutschland oder in der Bundesliga jetzt noch nicht, aber in Holland ist es ja passiert, es fällt ein Tor, dann fällt auf der Gegenseite ein Tor, und dann wird dann nach 90 Sekunden oder 120 Sekunden das erste Tor zurückgenommen, weil es halt nicht regulär war. Und dann, ja, mag sein, dass der VAR das Spiel gerechter macht, aber er macht es halt definitiv nicht besser. Das muss man einfach so festhalten, ne? Weil die ganzen Emotionen, die mit einhergehen, die werden dann teilweise nur gedämpft irgendwie vorgenommen oder zurückgenommen, oder das ist halt alles irgendwie relativ furchtbar, finde ich. Also ich war auch ursprünglich ein totaler Fan vom VAR, weil ich, es war bei irgendeiner WM, als irgendwie, glaube ich, Argentinien gegen Mexiko ein Tor schoss und der Spieler halt wirklich sichtlich 2 Meter im Abseits stand, dachte, hey, mit so einem Videobeweis wäre das alles total super. Aber jetzt in der Umsetzung muss man sagen, nee, es ist irgendwie nicht geiler als vorher. Ich glaube einfach, dass die Regeln vielleicht ein bisschen zu schwammig sind. Also so Aussagen wie, ja, klare Fehlentscheidung, das ist halt nichts Greifbares. Also ich finde einfach, wenn der Videoschiedsrichter eingreift, dann muss das Ding gelten und dann ist irgendwie gut. Oder man muss halt grundsätzlich einfach sagen, der Videoschiedsrichter schickt den Schiedsrichter grundsätzlich einfach nur an irgendwelche Bildschirme, oder die Schiedsrichter schauen sich grundsätzlich strittige Szenen nochmal am Bildschirm an. Was natürlich das
den Spielfluss wieder komplett kaputt macht. Das ist dann natürlich der andere Nachteil. Aber so wie es jetzt ist, ich weiß auch nicht, also da kann ich relativ wenig mit anfangen. Das ist übrigens auch das Hauptproblem beim Fußball. Du hast halt beim Fußball eigentlich keine Unterbrechungen. So. Und bei allen anderen Sportarten hast du, also bei allen anderen Sportarten, wo es eben diese Videoschiedsrichter gibt, hast du die ja in der Regel. Also sprich jetzt bei der NFL Football, auch bei der NBA, hast du ja sowieso immer relativ häufig eine Unterbrechung. Deswegen, glaube ich, stört das da die Zuschauer gar nicht so sehr, dass da ein Videoassistent eingreift und man erstmal abwarten muss, was jetzt entschieden wird. Und beim Fußball wirkt es halt, ja, ganz merkwürdig, also bis heute, finde ich, weil du nie so richtig weißt, was passiert. Du wirst halt nicht mitgenommen. Und zum anderen ist es halt, ja, komplett konträr zu dem, was man eigentlich mit Fußball verbindet, nämlich ein dynamisches, schnelles Spiel, das eigentlich wenig unterbrochen wird. Also da muss ja schon mal was Gravierendes passieren, dass da eine längere Pause stattfindet während einem Fußballspiel. Also das, ja, ist irgendwie noch, ja, man fremdelt irgendwie so ein bisschen damit, muss man sagen. Und warum ich übrigens das mit der Gelb-Roten aufgegriffen habe, hat folgenden Grund. Ich war ja nach dem ersten Spieltag der Meinung, okay, das müssen wir halt einfach so hinnehmen, dass der Avuca da vom Platz fliegt. Du kannst nicht jede gelbe Karte nochmal danach challengen oder kontrollieren. Aber ich finde, man sollte hier vielleicht doch darüber nachdenken, ob man grundsätzlich Platzverweise nochmal überprüft. Egal, ob es jetzt durch eine gelbe zustande kommt, sprich dann eine gelb-rote, oder ob es eben ja durch eine glattrote zustande kommt. Also ich finde, hier muss dann vielleicht nochmal nachgebessert werden und man muss gelb-rote Karten einfach nochmal überprüfen. Und ich glaube, dann wäre man auch hier zu dem Entschluss gekommen, den Spieler nicht vom Platz zu stellen. Und ja, wir hätten uns zwei Platzverweise in der Saison bereits ersparen können. Das ist ja dann doch auch nochmal ein Faktor, ja, wenn man auf so eine Saison schaut im Nachhinein. Dann ganz kurz nochmal zu Tim Walter, der ja mit seiner Äußerung über seiner Frau und den schönsten Trikots dann doch in die Schlagzeilen geraten ist und bei jeder Möglichkeit darauf angesprochen wurde. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es da vielleicht intern dann nochmal eine Ansage gab in Richtung Tim Walter, dass er das nicht noch weiter ausführen braucht, denn er hat dann nicht zuletzt mit Sky, aber auch bei der Pressekonferenz am Freitag fand die, glaube ich, statt, ja, relativ schnell einen Riegel davor geschoben vor dem Thema, ja, wie er denn jetzt zu dieser Aussage steht. Sebastian, war das auch dein Eindruck, dass man da vielleicht intern nochmal geregelt hat und Herr Walter dazu, ich möchte sagen, motiviert hat, sich da zukünftig zurückzuhalten? Ja, ich glaube schon, da gab es schon vielleicht irgendwie eine Ansage, dass er sich vielleicht nicht mehr ganz so launig äußern soll. Aber ja, also ich tue mich auch schwer, der Aussage über seine Frau dann mehr Bedeutung beizumessen, als da vielleicht wirklich dahinter steckt. Ja, aber ich glaube auch, also direkt nach dem Spiel macht er so eine Aussage, 24 Stunden später formuliert das vermutlich ein bisschen anders. Aber wir wissen ja alle nicht, ist Frau Walter wirklich bekennende Fußballhasserin, weil dann ist die Aussage komplett aus auf dem Punkt. Wenn sie natürlich totaler Fußballfan ist und irgendwie heimlich Texte für Spielverlagerung.de schreibt, dann wäre die Aussage komplett daneben. Wir wissen es nicht. Aber ja, wie gesagt, ich glaube schon, er wird es mit ein bisschen Abstand anders formulieren. Und wenn das nicht wieder vorkommt, sind wir alle nicht traurig. Aber es ist jetzt auch wirklich nicht wirklich schlimm gewesen. Und dass Tim Walter Pressekonferenzen ja nutzen kann, um noch sehr gute Statements zu formulieren, das haben wir dann eben am Freitag hören dürfen. Da hat er sich zu dem Fall Jatta geäußert, der ja Gott sei Dank jetzt dann ja geklärt zu sein scheint. Ich denke, das brauche ich jetzt nicht nochmal komplett alles aufdröseln, was da genau Diskussionspunkt ist, war, wie auch immer. Ich denke, alle, die hier einen Fußball-Podcast hören, werden auch davon im Bilde sein, was zum Thema Jatta von einem fragwürdigen Blatt, so möchte ich es mal ausdrücken, ja, unterstellt wurde. So muss man es ja letzten Endes sagen. Und Tim Walter meinte dann eben bei der Pressekonferenz am Freitag, wenn ein Spiel gespielt ist und der Gegner hat gewonnen, hat er zu Recht gewonnen. Wenn es dann nochmal notwendig, wenn ich es dann nochmal notwendig habe, dass ich mir aufgrund irgendeines Umstandes die Punkte ergaunern will, hat das mit Sport nichts zu tun. Ein Statement, das ja sehr wohlwollend von mir aufgenommen wurde. Das war ein wichtiges Statement und nicht selbstverständlich. Also es gab ja genügend Vereine, die da so ein bisschen rumgemacht haben, wenn sie darauf angesprochen wurden, ob sie Einspruch einlegen würden, wenn sie gegen den HSV spielen und die Jatta-Geschichte noch nicht geklärt ist. Ich fand das sehr, sehr gut, dass Tim Walter sich da sehr deutlich positioniert hat. Auch wenn man dann natürlich jetzt sagen kann, okay, wenn der Verein dann aber entschieden hätte,
möchte Protest einlegen, dann sieht das ziemlich blöd aus für Tim Walter. Das ist mir in dem Fall völlig wurscht. Das wäre auch für mich kein Gesichtsverlust gewesen, sondern Tim Walter hat hier als Mensch einfach gepunktet und hat die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt, die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt gewählt. Ja, ganz genau. Absolut. Und da darf man ja auch ausnahmsweise nochmal Hannover 96 lobend erwähnen mit Mirko Slomka, der genau das Gleiche gesagt hat. Und auch den FC St. Pauli, der gesagt hat, wenn es im Derby eine Niederlage gibt, wird kein Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt. Also ja, das ist schon ganz großartig. Und die Vereine, die man jetzt nicht lobend erwähnen kann, die erwähnen wir jetzt auch gar nicht, weil das war irgendwie doch relativ armselig, weil ich hätte mir dann gewünscht, dass man dann zumindest vor Spielbeginn sagt, hey, egal wie es ausgeht, wir erheben Einspruch gegen die Spielwertung, aber dann nach einer Niederlage zu sagen, hey, vielleicht war ja der Jatta gar nicht der Jatta, das ist halt irgendwie, ja, schon relativ schmutzig und armselig und hat mit Sport nichts zu tun, weil der Jatta spielt so, wie er spielt. Und auch wenn er nicht Jatta heißt und vielleicht ein Jahr älter ist, dann spielt er genauso gut oder schlecht. Aber dass man dann erst nach einer Niederlage drauf kommt, das ist halt irgendwie sehr, sehr armselig. Ja, Punkt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Bringt uns aber jetzt in die Situation, dass wir über die Mailbox ein bisschen sprechen werden. Denn wir sind wieder bei der STR-Mailbox. Und Sebastian, da muss ich natürlich erstmal aufklären. Es gab letzte Woche, also möchte ich fast schon sagen, den Super-GAU. Die Nummer war nicht mehr erreichbar, beziehungsweise wenn man die alte Mailbox-Nummer, die wir natürlich jetzt nicht mehr nennen werden, angerufen hat. Auf gar keinen Fall. Ja, dann ertönte das Besetzzeichen. Das ist natürlich der Tod für jede Mailbox und dementsprechend mussten wir schnell tätig werden. Das Problem, vielleicht kannst du das kurz schildern. Ja, was war das Problem? Das Problem war, wir haben uns hier überlegt, dass so eine Mailbox eine gute Idee wäre und haben uns dann einen Anbieter gesucht, der so eine Mailbox mit einer 0711-Vorwahl anbietet. Und da wir natürlich Schwaben sind oder zumindest mittlerweile domestizierte Schwaben, haben wir natürlich eine Art Test-Account eingerichtet, der irgendwie 30 Tage lang läuft und nichts kostet, weil wir der Meinung waren, vermutlich ruft eh niemand an. So, und dann riefen ganz, ganz viele Leute an und wir haben uns total gefreut. Und dann lief dieser Testzeitraum aus und die Mailbox war tot. Es ertönte das Besetzzeichen. Wir haben natürlich sofort diesen Test-Account auf einen bezahlten Account umgestellt. Die Tücke an der ganzen Sache war, man kann seine Rufnummer, die einem dann zugeteilt wird, nicht mitnehmen. Und deswegen hatte dann die VfB-STR-Mailbox auf einmal eine andere Nummer. Aber da wir jetzt zahlen, glaube ich, dass diese Nummer jetzt für ewig unsere ist, die 1604 hinten. Und ihr könnt jetzt ganz fleißig anrufen. Und diese technischen Probleme sind jetzt hoffentlich Geschichte. So sieht's aus. Zückt eure Telefone. Hier kommt die Nummer 0711 für Stuttgart. 25 28 16 04. 0711 für Stuttgart. 25 28 16 04. Egal wann, egal von wo, egal zu welchem Thema, ihr könnt wirklich jederzeit anrufen. Haltet eure Nachrichten möglichst unter 2 Minuten. Alles, was darüber hinausgeht, ist wirklich schwierig zu schneiden. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt die allercoolsten Sprachnachrichten da drauf sprechen. Wir versuchen dann schon, das alles so hinzuschneiden, dass ihr bestmöglich wegkommt, weil ich weiß, das ist dann immer ein bisschen aufregend, da ruft man jetzt an, muss dann direkt einen klaren Satz formulieren, aber das gelingt mir hier im Podcast auch äußerst selten und trotzdem geht's ganz gut. Also von daher habt da keine Scheu, ruft einfach an, wir versuchen euch da bestmöglich darzustellen, um das mal so zu sagen. So, und damit ihr euch jetzt davon auch ein Bild machen könnt, wie gut wir euch darstellen, würde ich sagen, ist es jetzt Zeit für die Mailbox Nummer 3, für die Mailbox dieser Woche, für die Mailbox zum Spiel gegen Bochum. Und ich sage dann einfach, los geht's, hier ist die Mailbox. Hi, ich rufe nur an für die Frauenquote. Auf euren vielfachen Wunsch, endlich die Quotenfrau. Nee, Spaß beiseite, ich höre euch schon länger zu, auch den anderen VfB-Podcast, lese ganz interessiert den Vertikalpass. Ganz großes Kompliment. Hi Sebastian, hi Vicky. Ich habe gedacht, ich rufe mal an und erfülle euch euren Wunsch nach einer weiblichen Stimme auf der STR-Mailbox. Es gibt auch noch Damen, die euch zuhören. An der Stelle gehen Grüße raus. Und schicke ganz liebe Grüße aus Hoffenheim. Ich dachte, ich rufe mal an und repräsentiere sowohl die weibliche als auch die badische Randgruppenhörerschaft. Ich rufe jetzt gerade einfach mal an aus dem Büro, um einfach der Erste zu sein, der auf der neuen Mailbox
was einspricht. Test. Ändert sich jetzt die Nummer jetzt mal nach dem Spiel? Ich bin im Stadion. Ich wollte eigentlich nur testen, ob es läuft. Ist es nach den Fehlpässen von den Badstuber, richtet sich das oder was? 20.30 Uhr, kurz vor dem Anpfiff, VfB Stuttgart-Bochum. Jetzt geht's ab. Noch nie hat der VfB in diesem Stadion vor meinen Augen gewonnen. Ich habe eine Bitte an alle VfBler. Egal wie die Jungs auf dem Rasen kicken, hört doch mal mit dem Gepfeife auf. Stuttgart, tu mir diesen einen Scheiß gefallen. Und verkack heute nicht und gewinn dieses Scheißspiel. Egal wo ihr hockt, ob Haupttribüne, Kirchentribüne, unter Türkheimer Kurve oder in der Cannstatter. Pusht die Jungs in 90 Minuten. Hallo Ricky, hallo Sebastian hier, der Karl aus der wunderschönen Großstadt Birmingham in England, der zweiten Heimat unseres Hammers, Thomas Hitzlsperger, der ja bei Aston Villa voll einschlug. War Mangituka heute von Anfang an eine Augenweide dieser Spieler. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Wann habt ihr das letzte Mal beim VfB sowas wie den Silas von Mangituka gesehen? Ich fand Stürmer-Duo González Silas richtig stark. Hoffe, das nächste Spiel wieder genauso. Silas einfach übel starke, radikale Läufe. Ein Spieler, für den Fußballspielen heißt Spielen mit dem Ball am Fuß. Direkt auf den Gegner zulaufend. Er ist ein guter Junge. Um ihn zu bespielen und dann zu besiegen. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und prognostiziere, Nicolas González wird der erste Mensch, dem 6 Treffer an der ZDF-Torwand gewinnt. Ja, González macht das Ding übel geil. Ich habe 2 ganz krasse Beschwerden. Der KSC ist scheiße. Punkt 2. Gegen eine Mannschaft wie Bochum darf man zu Hause auch mal gerne mehr rauskommen als 2-1 offensiv. Montagsspiele, das ist voll der Scheiß. Ich bin jetzt um 20:40 nach Hause gekommen. So eine Scheiße. Ich fand's richtig unter alle Sau, wie sich manche Bochumer da verhalten haben und den sterbenden Schwan gespielt haben. Finde ich, hätte man da ruhig auch meine gelbe Karte zeigen können. Ich verstehe nur nicht, warum wir die Positionswechsel nicht mehr so konsequent durchführen. Wenn wir einmal einfach souverän gewinnen, geht es vielleicht. Auch dieser Zitrusie kann meinen Optimismus nicht dämpfen. Sorry, aber vorne haben wir mal richtig Dampf gemacht. Meine Nerven. Man kann fast sagen, das ist zorniger Fußball mit Korkut-Ergebnissen. Da war zwar schon viel Richtiges dabei, was Stimmung, was Leidenschaft, was Kampf und was Einsatz angeht. Aber leider auch viel defensive Scheiße dabei. Also von jedem etwas und viel besser so als andersrum, sage ich. Und deshalb sage ich immer noch weiter so. Das ist und bleibt so viel besser. Ich habe einfach nur mega Bock auf den VfB und alles drumherum. Und ihr tragt einen Teil dazu bei. Auch wenn es manchmal länger dauert, trotzdem euch jede Woche zu hören, ist wunderbar. Ich war im Oberrang in der Untertürkheimer Kurve. Und der VfB hat es nicht nötig empfunden, mehr als einen Gastrobereich aufzumachen. Und ich finde es unmöglich. Außerhalb des Kessels fällt einem das Buddeln einfach schwerer. Ich fand das Spiel richtig stark, 2-1 eigentlich zu niedrig. Auch für meinen Wettschein. Ich denke, dass unsere Verantwortlichen da ein Team aufbauen, wo man wirklich auch in Zukunft Spaß damit haben. Es ist die 77. Minute. Es ist Totenstille. Wir spielen nicht gut. Oh Mann! Aber ganz ehrlich, solange wir vorne ein Tor mehr schießen, dürfen wir auch gern hinten eins bekommen. Hauptsache macht wieder Spaß, ins VfB zuzuschauen. Richtig geil. Sieg ist Sieg. 3 Punkte. So, das war die Mailbox. Also, ihr habt's gehört. Die Frauen haben zahlreich angerufen. Vielen Dank dafür. 0711 für Stuttgart 25 28 16 04. Und wir freuen uns natürlich auch weiter über Frauen, die diese Mailbox anrufen und ihre Meinung zu diversen Themen kundtun. Ich kann schon mal sagen, für die nächste Woche planen wir etwas Besonderes, denn wir wollen nächste Woche so ein bisschen über mögliche Präsidentschaftskandidaten für die außerordentliche Mitgliederversammlung dann am 15.12. Sprechen. Und uns würde jetzt mal von euch interessieren, was ihr so von einem neuen VfB-Präsidenten erwartet, also was ihr euch erhofft. Ja, ihr könnt natürlich auch über einen möglichen Vorstandsvorsitzenden reden, alles, was das Thema Präsidentschaftswahl oder eben Vorstandsvorsitzenden oder von mir aus dann auch noch über Präsidiumsmitglieder so angeht, Vereinspolitik könnte man sagen, da würden wir gern eure Meinung hören und ihr könnt die auf die STR-Mailbox sprechen, 0711 für Stuttgart 25 28 16 04, ruft an, erzählt uns, was ihr von einem neuen Präsidenten so erwarten würdet.
Ein paar Dinge möchte ich noch kurz aufgreifen, die auch in der Mailbox thematisiert wurden. Erstmal muss ich dazu sagen, wir werden heute nicht so ausführlich über die Mailbox sprechen, weil wir dann doch schon relativ lange senden und natürlich auch mit einem Gast dann einfach heute den Fokus eben auf den Gast legen und nicht so sehr auf die Mailbox, ist ja klar. Aber ich möchte noch mal ganz kurz ein Thema aufgreifen, das Sebastian gefallen dürfte. Es geht um Santiago Ascasibar. Es gab einmal die Äußerung, ohne Santi geht es nicht und er muss spielen. Ja, ja, du kannst so einen Spieler nicht draußen lassen. Jetzt wirst du wahrscheinlich einfach sagen, ja, da hat er recht. Aber da hat er recht, ja. Ja, ganz grundsätzlich. Welche Vorteile siehst du denn zum Beispiel für Santiago Ascasibar gegenüber zum Beispiel Philipp Clement auf der Mittelfeldposition links? Na, ganz grundsätzlich glaube ich ja, dass wir das Thema relativ kurzfristig betrachten. Und wir sagen jetzt, naja, in der zweiten Liga gibt's für einen Spieler wie Santiago Ascasibar keinen Platz, weil wir brauchen keinen Balleroberer, weil wir in der zweiten Liga halt immer den Ball haben. Ja, das stimmt. Nur wir hoffen ja, dass wir halt in 12 Monaten schon wieder in der ersten Liga kicken. Und man muss ja jetzt bei aller Liebe sagen, statistisch gesehen haben wir in 12 Monaten auch wieder einen neuen Trainer. Also das heißt nicht, dass ich möchte, dass Tim Walter rausgeworfen wird, aber wenn man die letzten 10 Jahre zurückguckt, dann ist das halt einfach so. Und dann muss man natürlich gucken, ob man halt ein Talent wie Ascasibar, der U23 Nationalspieler in Argentinien ist und von dem manche sagen, er würde der nächste Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft werden, ob man den halt dann so vorschnell irgendwie außen vor lassen sollte. Und ich finde, er bringt halt schon so ein paar Qualitäten mit, die dem VfB gut tun. Das ist Mentalität, das ist Aggressivität, die hat er. Er hat natürlich auch große Defizite, Spielaufbau, Torabschluss, gar keine Frage. Aber ich finde nach wie vor, er ist halt ein Spieler, der dem VfB einfach wahnsinnig gut tut. Und ich würde ihn halt nicht nur aufgrund der aktuellen Situation, weil man ihn jetzt vielleicht in dieser Saison nicht braucht, schon irgendwie außen vor lassen. Also das Plädoyer für Santiago Ascasibar von Sebastian. Wenig verwunderlich, aber ich kann dem absolut nur beipflichten. Für mich wäre die Gefahr ja eines Abgangs von Santiago Ascasibar, den wir dann vielleicht schon in diesem Jahr bereuen, weil ein anderer Trainer eben dann auf diese Position oder auf Santiago Ascasibar mehr Wert legen würde. Ja, das, die Gefahr besteht halt einfach, von daher bin ich da ganz bei Sebastian. So, dann auch nochmal ein Dank an die Herrschaften, die aus der Cannstatter Kurve angerufen haben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schön mit Atmo. Das haben wir ja gefordert. Ich muss aber kurz dazu sagen, es gab viel mehr Anrufe aus der Cannstatter Kurve, die ich nicht verwenden konnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt an einem bestimmten Handyhersteller liegt oder so, aber es war dann meistens so, dass sich das Handy dachte, ja, Mensch, so Umgebungsgeräusche, die filter ich einfach mal weg. Und man hörte eben die Fangesänge, die uns da gesendet wurden, nicht so gut. Wenn ihr das nochmal ausprobieren wollt, macht doch euer Telefon mal auf Lautsprecher, wie man so schön sagt, und versucht's dann. Ja, also nicht locker lassen, schön weiter anrufen, 0711 für Stuttgart, 2528 1604 und am besten aus dem Fanblock. So. Das genaue Gegenteil vom Fanblock, oder sagen wir mal so, ja, ob ist schon das Gegenteil, ist die unter Dürkheimer Kurve. Und da gab es Kritik eines Besuchers, der gesagt hat, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass der VfB Stuttgart an einem Montagabendspiel, das von 50.000 Leuten besucht wird, in der Untertürkheimer Kurve im Oberrang nur ein Getränkestand öffnet und man lange, lange Wartezeiten hat. Da muss ich sagen, das Problem, das kenne ich. Ja? Also ich finde das... Das geht mir so auf den Sack, wenn ich ins Stadion gehe und sehe da schon die Scheißschlange. Jetzt mal ganz ohne Scheiß, ich bin in dem Moment Kunde und ich bezahle da, also jetzt muss ich mich wieder zusammenreißen, aber wirklich für so Giraffenpisse, ja, 5 Euro, stell mich da 25 Minuten an, dass ich den Mist bekomme und da kann ich doch wohl erwarten, dass man entweder mehr Personal einstellt oder mehr Bütchen da hinstellt. Ja, also ich mache noch nicht mal, was heißt noch nicht mal, ich mache den Leuten, die da arbeiten, absolut keinen Vorwurf. Die machen, was sie können und werden wahrscheinlich auch noch sehr, sehr schlecht bezahlt. Das sind ja andere Leute, die dann einen fetten Reibach machen. Aber also wie das läuft, ja, und die Qualität der Getränke und der Speisen im Stadion ist wirklich unter aller Sau. Das ist eine Frechheit. Es ist wirklich eine Frechheit, was da geboten wird. Und Philipp kann mir da mit Sicherheit beipflichten. Dem gehen da wahrscheinlich alle Pferde durch, wenn er sieht, was da so angeboten wird. Da kann man sich vielleicht auch mal ein Beispiel nehmen, wie das auf Schalke gemacht wird, die ja regelmäßig für ihre... ja, Vielfalt, Speisenvielfalt im Stadion ausgezeichnet werden. Also da ist eine Menge Luft nach oben, um das hier nochmal rauszuhauen, diesen Satz.
Ja, also ich kann da den Anrufer sehr, sehr gut verstehen. Erstens mal schmecken eure Getränke nicht. Zweitens mal muss man viel zu lange warten. Und drittens mal fehlt einfach auch die Vielfalt im Stadion. Also denkt da mal drüber nach. Sollten das jetzt die Leute hören, die da Einfluss haben? Ich vermute mal nicht, aber ich kann es ja mal sagen. So. Gut. Also, das soll es heute zur Mailbox gewesen sein. Wir werden natürlich da in den kommenden Wochen wieder den Fokus etwas stärker drauf richten. Nochmal der Aufruf an euch. Ruft an und erzählt uns, was ihr von einem neuen Präsidenten so erwarten würdet. 0711 für Stuttgart, 25 28 16 04. Lässt sich auch viel besser aussprechen, diese Nummer. Total, ne? Also ich finde, die neue Nummer ist viel besser als die alte. Ja, total. Also und grundsätzlich freue ich mich total, dass trotz der technischen Störungen und der neuen Nummer wie so wahnsinnig viele Leute angerufen haben. Also ich feiere das total. Und mittlerweile kriege ich auch wieder alle Nachrichten per Mail und freue mich über jede einzelne. Also ihr seid großartig. So, ich kann schon sagen, das Thema Klinsmann, der dem VfB per Mail, also was für ein Skandal, per Mail abgesagt hat. Ja, das Thema werden wir nächste Woche besprechen. Gleiches gilt für Spielplan und auch die Auswertung des Startelf-Tipps. Wir machen jetzt weiter mit der U21 und der U19. Die war nämlich natürlich aktiv und zwar die U21 sogar zweimal. Zum einen spielte man im WFV-Pokal gegen den Landesligisten Biberach und zwar 5:1. Tore schossen zweimal Joel Richter, Marco Pasalic heißt er, glaube ich, Benedikt Köpp und Marcel Söckler traf zum ersten Mal für den VfB, der Torschützenkönig der abgelaufenen Oberliga-Saison. Da konnten wir uns natürlich drüber freuen, dass der jetzt endlich mal für uns einnetzen durfte. Das Achtelfinale findet dann am 3.10. statt. Am 19.09. wird ausgelost, gegen wen es dann für den VfB Stuttgart geht. Das müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Dann spielte die U21 auch noch gegen Rilassing Arlen. Wir wussten ja überhaupt nicht, wo das ist. Wissen es bis heute nicht so richtig, muss man ganz ehrlich sagen. Aber der VfB... Ich glaube, die Kollegen bei Rund in den Brustring haben es irgendwie mal geografisch eingeordnet, aber ich habe schon wieder vergessen, wo es war. Irgendwo so Richtung Bodensee, glaube ich. Das kann sein. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube oder ich hoffe, dass es auch nicht so häufig wichtig sein wird für die zweite Mannschaft des VfB. Ich spekuliere hier auf einen schnellen Wiederaufstieg. Ja, auf jeden Fall gewann die zweite Mannschaft mit 7:1 gegen Arlen vor 470 Zuschauern, mal wieder mit tatkräftiger Hilfe von der ersten Mannschaft. Massimo und Mack waren wieder mit dabei. Das ist ja mittlerweile fast schon standesgemäß. Außerdem Matteo Klimowitz, der also von der Startelf in Aue direkt in die Startelf der zweiten Mannschaft verfrachtet wurde. Der VfB gewann, wie gesagt, 7:1. Herausragender Spieler an diesem Tag war natürlich Jan Kliment, der zum einen zwei Tore schoss und, glaube ich, sogar eins vorbereitet hat. Also richtig gute Leistung. Michael Gentner sagte zu ihm auch noch, ist ein außergewöhnlicher Spieler für diese Liga. Und Jan war der entscheidende Mann, das kann man, denke ich, mal so festhalten, wenn er da drei Scorerpunkte zum 7:1 beigetragen hat. Matteo Klimowitz hat auch getroffen, Marcel Söckler hat nochmal getroffen und damit möchte ich es jetzt an der Stelle auch belassen, aus Zeitgründen, ja, so, sonst könnte ich jetzt noch lange über dieses Spiel sprechen, aber es gibt noch eine Nachricht, die U21 betrifft, denn ein, mit Freude erwartetes Duell, freundschaftliches Duell gegen den SSV Reutlingen, das für diesen Freitag eingeplant war, wurde verschoben oder wird verschoben, wurde erstmal abgesagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Der Grund dafür ist die Nominierung von Sebastian Hornung und Antonis Aidonis für die deutsche U19. Das reicht dann aus, dass man sagt, okay, man muss das Spiel verschieben. Ja, ist halt so, müssen wir mit leben. Ich ärgere mich schon so ein bisschen, weil das war für mich eigentlich ein fest eingeplantes Spiel, das ich unbedingt besuchen wollte. Also ein bisschen ärgerlich, aber jetzt warten wir einfach mal ab, wann der Termin dann neu vergeben wird. Der VfB 2 wird als nächstes am 14. September in Göppingen antreten müssen. Und das ist interessant, denn Göppingen ist Tabellenführer. Und wie gesagt, am 14. September geht es dann um 14 Uhr im Stadion an der Hohenstaufenstraße zur Sache. Keine Arena, Sebastian. Aber wahrscheinlich ein unterhaltsames Spiel. So, die U19 war auch aktiv, allerdings nur im Junioren-DFB-Pokal. Sie waren da auch erfolgreich, wenn auch relativ spät, gegen Elversberg. Man gewann mit 0:3 durch Herrn Hollerbach, der mal wieder getroffen hat in der 72. Minute.
Und Kassiel heißt der Spieler, der zweimal traf in der 78. Minute und in der 90. beziehungsweise in der 95. Minute, sprich in der Nachspielzeit. Also der VfB, der Titelverteidiger des Juniorenpokals, DFB-Juniorenpokal, steht in der nächsten Runde. Wann da eine Auslosung ist, weiß ich nicht. Was man auch nicht unerwähnt lassen sollte, ist, dass Tim Walter 5 Jugendspieler am vergangenen Dienstag in den Profikader berufen hat, um denen einfach mal so ein paar Minuten zu geben oder ja einfach eine Trainingseinheit zu geben, um mitzutrainieren. Und zum einen ist da Lilian Eckloff dabei gewesen, der ja schon mit herausragenden Leistungen uns seit einigen Monaten verzückt. Jordan Meyer war mit dabei und von der U21 Nikos Sografakis, der ja erst von den Hertha Amateuren beziehungsweise von der zweiten Mannschaft von Hertha Berlin im Sommer zu uns gewechselt ist und in der U21 schon hervorragende Leistungen gezeigt hat. Rios Alonso war mit dabei und David Tomic, der sehr zuverlässig in der zweiten Mannschaft trifft und von Tim Walter dann auch mal berücksichtigt wurde. Finde ich schon toll. Abschließend noch ein Blick auf die Junioren-Nationalmannschaften, den ich ganz interessant finde. Und zwar wurde Maxim Avuja in die deutsche U21-Nationalmannschaft berufen. Kam ein bisschen überraschend, aber ja, freue ich mich natürlich, dass wir nach Timo Baumgartl wieder einen U21-Nationalspieler stellen und die spielen morgen, genau, die U21 Deutschlands spielt morgen in Zwickau gegen Griechenland und am 10.9. dann gegen Wales, das ist ein EM-Qualifikationsspiel, also schaut da mal rein, vielleicht erkennt ihr ja den guten Maxim Avuja wieder und könnt ihn dann, weiß ich nicht, vorm Fernseher sitzend unterstützen. Die U19 wird auch mit VfB-Spielern verstärkt, habe ich ja gerade eben schon erwähnt. Sebastian Hornung und Antonis Aidonis wurden nominiert. Außerdem steht Manuel Reuter auf Abruf bereit. Also so gesehen, ja, im erweiterten Kreis. Und die U19 spielt heute, beziehungsweise spielte heute am 4.9. um 19 Uhr gegen Spanien. Wo, weiß ich nicht, aber sie spielen auf jeden Fall oder spielten gegen Spanien. Weiß nicht, ob man das kurzfristig herausfinden kann, wie dieses Spiel ausging. Und am 9.9. geht es dann weiter in England, nee, gegen England in Haiger. Aber Haiger ist, glaube ich, nicht in England, sondern irgendwo in Hessen, soweit ich weiß. Also nicht jetzt in die falsche Richtung. Das könnte beides sein. Stimmt, deswegen bin ich auch durcheinander gekommen. Aber ich glaube, Haiger ist in Hessen. Aber auch da bitte nochmal nachgucken, bevor ihr losfahrt. Gut, dann kommen wir zum Transfer-Update, das ich noch ganz kurz hier mit einpflegen möchte. Nicolas Nartey wird der Name, glaube ich, ausgesprochen, oder? Weiß da jemand von euch genaueres? Nicht. Nö, passt. Nee, auf jeden Fall wurde ein Spieler aus Köln, aus der zweiten Mannschaft vom 1. FC Köln verpflichtet, ein defensiver Mittelfeldspieler, 19 Jahre alt, unterschreibt hier beim VfB einen 4-Jahres-Vertrag, kostet ungefähr 300.000 bis 400.000 Euro, so genau weiß man es nicht. Also sind ja auch Peanuts, diese 100.000 inzwischen. Ja, die könnte man eigentlich direkt an den Dennis überweisen, dann hätte der ein großes aber Problem. Aber der Herr Nartey, sorry, wird gleich weiterverliehen, oder? Nach Rostock. Genau, es geht für und ihn nach läuft Rostock. Läuft jetzt in Zukunft dann zur Böse Onkels Musik irgendwie ins Stadion ein. Ja, also da hätte ich auch keinen Bock drauf. Übrigens, ist auch nochmal ein interessantes Thema, der Herr Klopfer, der ja gerne Präsident werden würde des VfB Stuttgart, ohne jetzt da schon groß drauf eingehen zu wollen, hat ja heute gefordert, dass mehr Profis aus dem Fußballbereich ja da vielleicht mal das Wort erheben sollten und nicht nur an einem Aktionstag gegen rechts demonstrieren sollten, sondern regelmäßiger. Und das habe ich mir auch so überlegt, als Spieler von Rostock, ja, würde ich mich einfach nur noch abwenden von dieser Kurve nach der Aktion. Ja. Aber aus Zeitgründen gehen wir auch da jetzt nicht detaillierter drauf ein und lassen das Wir machen, glaube ich, nächste Woche mal so ein vereinspolitisches Thema und vielleicht nicht nur VfB, sondern ganz generell. Das, ich sehe schon, nächste Woche wird es eine 4-Stunden-Ausgabe. Ja, 4 Stunden, ja. Gut, also. Deutschland, was wir wissen und was wir nicht wissen, ja. Die Überschrift finde ich schon gut. Für die heutige Sendung sehe ich, glaube ich, zorniger Fußball mit Korkut-Ergebnissen. Das finde ich ja, gut. Ja, großartig, ja. Also, wieder zurück zum Herrn Nartey, der hier beim VfB jetzt erstmal eben nicht ist, sondern nach Rostock verliehen wurde, dänischer Nationalspieler ist und ja, muss mal gucken, was mit dem wird. Keine Ahnung, was ich von dem Transfer halten soll. Ich kenne ja den Spieler nicht mal. So, dann hat Tassos Donis den VfB verlassen, wird mindestens ein Jahr bei Stade Rennes, werden die, glaube ich, ausgesprochen, oder? Mhm. Rennes, mhm. Ja, spielen, ist dahin verliehen und wenn Rennes die Klasse hält, greift eine Kaufpflicht und
Tassos Donis wird den Verein verlassen. Man spricht dann von einer Ablöse zwischen 5 bis 8 Millionen Euro. Also 5 sind es wohl mindestens und durch irgendwelche Bonis kann man dann noch auf 8 Millionen kommen. Also Donis ist im Nachhinein kein Minusgeschäft für den VfB, sondern es wird sich dann wahrscheinlich ja wenigstens finanziell gelohnt haben, diesen Spieler verpflichtet zu haben. Ja, sei es drum. Der Genua-Deal, gehen wir jetzt auch nicht lange drauf ein, ist ja geplatzt. Ich glaube, da wollte Tassos Donis lieber hin. Vielleicht kann man da auch nochmal kurz sagen, er durfte ja zuletzt nicht mit der Mannschaft trainieren und da hat man ja auch so ein bisschen darüber spekuliert, an was liegt das jetzt eigentlich? Möchte der Verein nicht, dass sich der Spieler noch verletzt? Möchte Tim Walter nicht, dass der Spieler ja mittrainiert, weil er ja wahrscheinlich den Verein verlässt? Aber ich habe jetzt gehört, ja unter Vorbehalt, dass der Spieler nicht mehr mit der Mannschaft trainieren wollte. Was natürlich auch viel aussagt über Tassos Donis und mich auch gar nicht stutzig macht. Also ich glaube das direkt. Ich weiß nicht, ob es euch überrascht. Nee, also nicht, genau, nicht wirklich. Und jetzt kann man abschließend sagen, also ich bin wahrscheinlich aktuell gerade näher an Genua dran als Tassos Donis, nämlich ungefähr 100 Kilometer. Ja. Das stimmt, Sebastian hat es geschafft, Herr Donis. So, dann haben wir noch Philipp Förster verpflichtet vom SV Sandhausen. Ein Transfer, der für mich relativ überraschend kam. 24-jähriger ja, Mittelfeld-Allrounder, kann man sagen. Fast 1,90 groß, also wieder mal ein großer Spieler. Das war auch auffällig, dass wir viele große Spieler verpflichtet haben in der Transferperiode, was ich gut finde. Und ja, das Besondere an diesem Transfer war unter anderem, dass Philipp Förster erst im Juni oder Juli seinen Vertrag bei der Spielvereinigung Sandhausen verlängert hat. Ja, Hintergrund war aber, dass er eine Ausstiegsklausel in diesen Vertrag verankern wollte. Und die hat der VfB eben jetzt gezogen. 3 Millionen Euro zahlt der VfB für den Spieler, der bis 2023 an den Verein gebunden wurde. War auch schon beim VfB von 2010 bis 2014 oder 2013 A- und B-Jugend durchlaufen. Dann eben über Umwege jetzt wieder bei uns gelandet. Zunächst erst in Sandhausen. Ja gut, ich brauche nicht den ganzen Werdegang vorlesen. Er bekommt hier bei uns die Nummer 20. Und hat schon mal angekündigt, ich kann, ja, das ist die Legendennummer, ich weiß, auch ein Zeichen des Vereins, dass man die Nummer sofort wieder vergibt, ja, also es gibt ja, ich glaube, auch in amerikanischen Sportarten dann eher, ja, die Überlegung, dann Nummern nicht mehr neu zu vergeben. Natürlich im Fußball ist man etwas eingegrenzt. Man kann nicht aus 99 Nummern wählen, sondern ich weiß gar nicht, wo die den Laden dicht machen. Ich glaube, bei der Nummer 39 und den Rest musst du dann so beantragen, oder? Ich glaube, 39 ist die höchste Nummer, die du wählen darfst. Weißt du nicht? Keine Ahnung. Also ja. Ich erinnere mich noch dunkel an Maxi mit der 44, aber ansonsten. Aber ich glaube, da wurde tatsächlich irgendwas gemacht. Oder ist es 49? Also wir hatten ja damals bei 15 drei oder vier Spieler mit einer 4 vorne. Ja, stimmt. Es kann auch sein, dass es 49 ist. Also man kann aber, glaube ich, nicht Nummer 80 nehmen in Deutschland oder so. Das geht nicht. Gut, zurück zu Philipp Förster. Wie gesagt, er freut sich hier auf diese Aufgabe, kündigt schon an, ich kann in der Raute alle Positionen spielen. So, also das klingt schon mal nach Kampfansage und das bestätigt er. Er sagt, ich fahre auch mal gerne dazwischen. Also er wird sich hier nicht irgendwie still und leise einordnen, sondern wird auch ja versuchen, seinen Anspruch geltend zu machen und ist mit Sicherheit eine Option, gerade für die rechte Seite. Ja, das könnte interessant werden für Gonzalo Castro, aber er hat es ja angekündigt, er kann natürlich auch auf der linken Seite spielen. Die Halbpositionen, da ist er, denke ich mal, so am stärksten. Und was er auch noch gesagt hat, ist, noch vor einer Woche hätte ich nicht gedacht, dass es noch mit dem Wechsel zum VfB klappt. Umso schöner ist es, dass es jetzt funktioniert hat. Also er freut sich auf den VfB. Es war ein Wunsch von ihm, hierher zu wechseln. Und ich glaube, dass man Philipp Förster auch verpflichtet hat, weil man nicht hundertprozentig wusste, was wird jetzt mit Santiago Ascasiba. Hätte ja sein können, dass Sevilla noch sagt, komm, leg mir den Arsch, ich zahle 20 Millionen. Und ich glaube, man wollte hier auf Nummer sicher gehen, hat den Spieler verpflichtet. Und jetzt muss man eben abwarten, wie es mit Santi weitergeht. Vielleicht ist es auch schon ein Vorgriff auf die nächste Transferperiode. Ja, müssen wir mal abwarten. Santiago Ascasiba ist aber weiterhin Spieler des VfB Stuttgart. So, das haben wir. Dann noch ganz kurz eine wichtige Nachricht. Und zwar geht es nochmal um Dennis. Ihr wisst es, wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Dennis, VfB-Fan, der ja unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom leidet. ME-CFS ist, glaube ich, die Abkürzung. Ich habe gerade händeringend nach einer Notiz gesucht, wie die medizinische ich finde sie nicht, Erklärung für die Krankheit ist, aber ja, chronisches Erschöpfungssyndrom ist, glaube ich, ganz richtig.
Gut, also der VfB hat sich da jetzt zu geäußert, hat auch dazu aufgerufen, dass man Dennis bitte unterstützen soll. Ja, man steht wohl seit Mai schon in Kontakt mit Dennis und seiner Familie und versucht eben zu helfen. Das finde ich sehr schön vom Verein, ist auch wichtig. Und ich finde es auch irgendwie cool, dass man damit nicht direkt an die Öffentlichkeit gegangen ist im Mai, sondern das erstmal ja einfach still und leise getan hat. Ich finde es auch viel schöner, wenn man es einfach macht und sich dann nicht damit noch groß brüstet. Aber ich denke mal, aufgrund dessen, dass das Thema jetzt ja, relativ viral gegangen ist, musste man sich ja dazu äußern, sonst wird einem das nachher so ausgelegt, dass der Verein eben nicht tätig wird. Und ihr könnt natürlich Dennis gerne weiter unterstützen. Ich werde erneut den Link in die Shownotes packen, dass ihr über die GoFundMe-Page eben Dennis unterstützen könnt, ja, auf dem Weg hin zu den 110.000 Euro, die er, glaube ich, braucht für seine Operation. Und ich habe gehört, dass man auch via PayPal Spenden an Dennis weiterreichen kann. Kontaktiert ihn dafür am besten mal auf Twitter @DennisME1893. Ich glaube, das läuft dann über seine Freundin. Also wenn ihr irgendwie nur die Möglichkeit habt, über PayPal zu bezahlen, dann oder zu spenden, so ist es ja richtig, dann kontaktiert Dennis. So, jetzt bin ich mit den wichtigsten Themen durch. Bevor ich mich bei Philipp und Sebastian bedanke, habe ich noch einen Service-Hinweis für alle Hörer. Und zwar vor allem für die Apple-User unter euch. Also ihr wisst ja, es gibt diesen HomePod von Apple, den man sich ins Zimmer stellen kann. Und man kann dann zum einen natürlich das Gerät anbrüllen und das erledigt dann irgendwelche Dienste für einen. Auf der anderen Seite kann man auch jedes Gespräch aufzeichnen lassen. Was vielleicht, ja gut, ich möchte jetzt hier nicht damit loslegen. Gut, aber es gibt eben diesen HomePod und es gibt die Möglichkeit eben zu sagen, hey, Siri, sagt man dann wahrscheinlich, spiele Podcast STR VfB Stuttgart oder wie auch immer da die genaue Ansprache ist. Und mir wurde zugetragen, dass das nicht funktionieren würde. Und ich dachte so, das kann doch gar nicht wahr sein. Also so schwer ist das ja nun nicht auszusprechen, ja, STR VfB Stuttgart Podcast. Hab's dann selber mal probiert mit Siri und siehe da, funktioniert wirklich nicht. Wir haben dann so ein bisschen hin und her probiert und ja, mir wurde dann mitgeteilt, das ist ganz einfach. Siri denkt, wenn irgendwo STR steht, das heißt Straße. Das heißt, solltet ihr via Siri, also ob es jetzt am Handy ist oder via HomePod, ist alles egal, solltet ihr via Siri den STR-Podcast bedienen wollen, könnt ihr nicht STR sagen, sondern ihr müsst auf Straße zurückgreifen. Also sprich, ihr müsst tatsächlich sagen, spiele Podcast Straße VfB Stuttgart Podcast. Dann funktioniert es. Ja. Man kann das Ganze Gott sei Dank selbst beheben. Ihr könnt da in die Einstellungen gehen von Siri, dann in die Podcast-App und könnt dann da selber festlegen, was genau gesagt werden soll, damit eben der STR-Podcast starten soll. Also wenn ihr da wirklich Wert drauf legt, könnt ihr über die Einstellungen das Ganze anpassen. Für alle, die da keinen Bock drauf haben, die können dann jedes Mal sagen, Spielestraße, VfB Stuttgart Podcast. So, dachte ich. Großartiger Lifehack. Ja, auf jeden Fall. Ihr sagt Straße, VfB Stuttgart, bitte. So, dann, bevor ich mich jetzt wirklich verabschiede, möchte ich mich mal ganz kurz entschuldigen. Ich bin jetzt sehr, sehr durchgehastet hier durch die letzten Nachrichten. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Es liegt halt einfach daran, der Sebastian ist im Urlaub und Sebastian, da geht ja Dank schon mal an dich. Wirklich großartig, dass du dir hier auch noch Zeit nimmst, während dem Urlaub mit mir zu podcasten und über ja, vielleicht die schönste Nebensache der Welt zu reden. Also vielen, vielen Dank dafür und natürlich an der Stelle auch noch einen schönen Urlaub an deine Familie, an dich. Genieß die Zeit und wenn du wieder zurück bist, senden wir einfach ja, 3 Stunden. So. Ja, mindestens. Aber ich muss auch sagen, so an der Riviera-Küste mit Blick aufs Mittelmeer, da spricht sich's auch relativ gut und einfach und man hat auch ganz, ganz viel Zeit. Also es ist sehr entschleunigend. Also alles gut. Also du bleibst da, ich komme dich dann besuchen. Das ja, wird genau, was. Genau. Folgt dem Sebastian auf Twitter unter @butze. Ja, da könnt ihr die neuesten Rivera-Tweets mitverfolgen, also nutzt die Gelegenheit. Außerdem gibt es natürlich vertikalpass.de und @vertikalpass auf Twitter. Auf Instagram heißt es, glaube ich, vertikal.pass. Richtig? So ist es, ja. Ja, also auch da folgen, gibt es immer wieder schöne Stories. Und ja, über die Beiträge, über die Artikel habe ich schon genügend gesagt. Ich kann immer wieder nur das Prädikat herausragend hier anbringen für vertikalpass.de. So, dann kommen wir zu unserem Ehrengast heute, Philipp Rauscher, Ernährungsberater und im Internet zu finden
einerseits auf Instagram unter phil.rauscher und natürlich auch unter philipprauscher.de. Lieber Philipp, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir ja auch genommen hast. Sind ja auch 2,5 Stunden für dich gewesen. normale Länge für so eine STR-Folge. Vielen Dank dafür und vor allen Dingen vielen Dank für die tollen Einblicke, die du uns gegeben hast in die tägliche Arbeit, ja, die du beim VfB absolviert hast, mindestens ein Jahr. Und natürlich auch die vielen interessanten Informationen rund um das Thema Ernährung. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung. Hat mir super viel Spaß gemacht. An euch auf jeden Fall, macht weiter so. Toller Podcast. Und ja, dann Sebastian, auch dir noch schönen Urlaub. Und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne. Wir danken dir. Gerne. Wir werden das nochmal wiederholen, denke ich. Da gibt es noch ein paar offene Fragen und wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit. Sehr gerne. Also, vielen Dank. Euch noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Ciao.